Hallo meine lieben Schützen und Happy Birthday für alle, die schon gefeiert haben. Und ich glaube, wir sind wir noch in der Schütze-Saison? Ich glaube, es gibt noch ein paar späte Schützen, die feiern noch. Meine lieben Schützen, heute ist euer Geburtstagsorakel dran und ihr könnt euch dieses Orakel anschauen, wenn ihr im Sternzeichen Aszendenten, Mond, Mars, Venus, Chiron, Lilith, Mondknoten oder viele Platzierungen in Schütze habt, also sprich viele Planeten in Schütze, eure Häuserstellung oder der Schütze befindet sich ganz viel in euren Häusern, okay? Aber selbstverständlich könnt ihr auch für jemanden schauen, der viel Schütze in der Chart hat. In Ordnung? Wunderbar. Ich habe im Schütze, habe ich eigentlich, also im Haus des Schützen, also in der westlichen Astrologie, habe ich Neptun. Mein Neptun ist in Schütze und mein MC ist genau um 29 Grad in Schütze Steinbock, also eigentlich fast schon 0 Grad, wirklich so also kurz vor 0, eigentlich so Steinbock Schütze, ja, ist mein MC. Zwischen diesen beiden Sternzeichen kann es gar nicht genau sagen, habe ich meinen MC im Steinbock oder habe ich ihn jetzt im Schütze, ist genau mittendrin. So, meine Lieben, was gibt es denn über den Schützen zu sagen? Der Schütze, der hat viel Humor, wie Zwillinge auch. Das ist euer Pendant. Ihr werdet feststellen, dass wenn ihr Menschen anzieht, dann haben die sehr oft Zwillinge in der Chart. Ja? Genauso geht es in Zwillingen. Also wenn Zwillinge Menschen anziehen, dann haben diese meistens Schütze in der Chart. Zum Beispiel meine Mutter ist Sternzeichen Zwillinge und mein Vater hat seine Venus in Schütze. Also es ist immer so eine Anziehungskraft zwischen Zwillinge und Schütze. Also du kannst davon ausgehen, dass die Partner, die du anziehst, oftmals signifikant Zwillinge in der Chart haben. Genauso wie die Zwillinge davon ausgehen können, dass viele ihrer Partner Schütze in der Chart haben. Und Jupiter ist euer Planet, nicht nur, auch Neptun wird euch zugeordnet, je nachdem, ja, ob man jetzt von der vedischen oder von der westlichen Astrologie ausgeht, da gibt es zig Meinungen. Jupiter ist schon uralt, das ist in der alten Astrologie, ist es natürlich ganz, ganz stark vertreten und Neptun wurde erst ganz spät entdeckt und dann den jeweiligen Sternzeichen, den Fische zum Beispiel, zugeordnet. Und euch wurde der Jupiter zugeordnet. Jupiter ist der Glücksplanet. Jupiter ist der Planet der Expansion. Das neunte Haus steht auch für Glück. Das bedeutet, viele Schützen haben Glück in ihrem Leben. Was? Ich habe nur Pech. Mensch, das hängt natürlich auch von einer Gesamtkonstellation ab. Ne? Wir können natürlich nicht nur vom neunten Haus von Schütze ausgehen, ist ganz, ganz klar. Aber ihr seid halt eben die Glücklichen, also sprich, Jupiter wird euch zugeordnet. Und das ist nun mal der Planet des Glücks, der Planet der Expansion. Und das neunte Haus, habe ich ja gerade gesagt, wird euch zugeordnet. Das neunte Haus steht für ferne Horizonte, also alles, was mit Reisen zu tun hat. Und Schütze zum Beispiel, die leiden sehr, sehr oft unter Fernweh, lieben das Reisen, lieben es, unterwegs zu sein. Wenn du jetzt wieder sagst, nö, das ist gar nicht so meins, dann hast du andere Platzierungen, die einfach dominanter sind. Dann kommt der Schütze bei dir nicht durch. Ich gehe explizit auf das Typische, das, was ja den Schützen repräsentiert, gehe ich ein. Und wenn du dich damit nicht in oder wenn du nicht in Resonanz damit gehst, dann hast du einfach andere Platzierungen, die bei dir viel stärker dominieren. Okay? Aber viele Schützen können dem zustimmen. Sie haben oft Fernweh und sie lieben das Reisen und fremde Kulturen, andere Kulturen kennenlernen. Sprachen ist euer Ding, also auch Sprachen, genau, Zwillinge natürlich noch mehr. Aber weil Zwillinge euer Pendant euch gegenüber liegt und das steht halt eben für Kommunikation und Sprachen und ihr steht für fremde Kulturen, habt natürlich auch ihr ein Faible für Sprachen. Es steht auch für die Reedereien, wobei das mehr den Fische zugeordnet wird, aber auch euch, also Schifffahrt, kannst du sagen, Export, Import. Aber das neunte Haus ist auch das Haus der Justiz, also sprich viele Richter und Anwälte, Richterinnen und Anwältinnen
Sieht man auch, wenn man mal in der Horoskopchart schaut, dann haben die oft Schütze in der Chart. Also sprich, in der Justiz, gerade im Rechtsbereich, also sprich Anwälte, Richter und so weiter, da haben auch Menschen sehr, sehr oft Schütze in der Chart. Und das neunte Haus, ihr Schützen, steht auch für höhere Bildung, Geisteswissenschaften. Jupiter ist der Guru. Jupiter ist der Planet der Weisheit. Jupiter ist auch der Planet des Lernens. Ja? Also sprich, höhere Geisteswissenschaften wie Philosophie oder Psychologie, diese Dinge, höhere Geisteswissenschaften sind auch so euer Ding, beziehungsweise wird dem neunten Haus zugeordnet. Und wenn du hier wieder sagst, du, ich bin voll der Lernmuffel, dann wiederhole ich nochmal, dann hast du andere Platzierungen, Schatz, die bei dir einfach dominanter sind als dein Schütze. Aber so der typische Schütze liebt es, ständig seinen Horizont zu erweitern. Ja, also sprich mental den Horizont zu erweitern. Unter den Schützen findet man die typischen Philosophen, Plato, Aristoteles, ja, ihr seid alle kleine Plato und Aristoteles. Mit euch kann man über Gott und die Welt sinnieren und reden. Und das liebe ich mit bei Schützen, ja. Also wenn ich mich mit Schützen unterhalte, da kann man wirklich über Gott und die Welt reden. Das ist einfach schön. Auch Religionen werden euch zugeordnet, dem neunten Haus. Überhaupt alles, was mit dem Glauben zu tun hat. Also Wertvorstellungen, Glaubenssätze, an das, was man glaubt, was ihr glaubt. Und da kommen wir auch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, habe ich auch schon in den letzten beiden Jahren, im letzten Jahr auch schon erklärt. Für den Schützen ist der Sinn, die Sinnhaftigkeit, wahnsinnig wichtig. Also der Schütze, der lieber geht er nicht arbeiten, als einen Job zu machen, der für ihn keinen Sinn ergibt. Also das hat nichts mit Faulheit zu tun. Es ist nicht, dass der Schütze so, oh, ich bin faul, ich habe keinen Bock. Die gibt es bestimmt auch, ja. Aber grundsätzlich geht es eher darum, dass der Schütze sagt, wenn ich was tue, dann muss es für mich persönlich einen Sinn ergeben. Also für dich, liebe Schützen, die ihr hier zuschaut, wenn ihr in einer beruflichen Krise seid und ihr sagt euch, was ist mit mir los? Ich habe keinen Bock mehr arbeiten zu gehen und ach, irgendwie, ich weiß auch nicht. Dann macht die Arbeit, die ihr gerade am Machen seid, einfach für euch keinen Sinn mehr oder hat noch nie wirklich einen Sinn ergeben. Also für euch ist es sehr, sehr schwer, einfach nur arbeiten zu gehen. Zum Beispiel die Jungfrau oder der Steinbock, die können malochen, auch für Jobs, die jetzt für sie keinen Sinn ergeben. Da, solange sie Sicherheit bieten, mir egal, ob es einen Sinn ergibt oder nicht. Bei euch ist das nicht der Fall. Ja? Das, was ihr tut, muss etwas, ja, etwas Höherem entsprechen. Ja? Einen höheren Sinn für euch haben. Selbst wenn alle anderen darin keinen Sinn sehen, ihr wollt einen Sinn darin sehen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr irgendwas tut, sei es ein Hobby oder sei es Job oder was auch immer, dass es wirklich etwas ist, wo ihr dran glaubt, wo ihr feste daran glaubt. Und es ist egal, ob du jetzt an der Kasse sitzt und Lebensmittel einscannst oder ob du durch die Welt reist und einen auf Gandhi machst und die Menschen belehrst. Das ist völlig egal. Es geht nicht darum, was die anderen als sinnhaft erachten, sondern was ihr für euch als sinnvoll erachtet und erseht. Okay? Also ihr seid vor allen Dingen auch, und euch stecke ich immer in die Kategorie Wasserzeichen, obwohl ihr Feuerzeichen seid. Ihr habt Chili im Po. Ihr habt Chili im Po, ja? Mit euch da geht was. Ihr seid die Amazonen, gerade die Frauen, ja? Die können auf Männer sehr einschüchternd wirken. Das wisst ihr auch. Aber ihr seid genauso wie die Wasserzeichen hoch, 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 spirituell, hellfühlig. Und ihr habt Visionen und ihr habt Vorahnungen. Also es ist wirklich enorm, enorm. Und wenn du eine Kombination bist aus zum Beispiel Skorpion, Fische und Schütze, dann bist du wirklich ein geborener Nostradamus. Ja? Also viele Schützen sind auch kleine Nostradamusse. Das heißt, ihr habt Träume, visionäre Träume, prophetische Träume, aber auch Vorahnungen. Ähnlich wie die Wasserzeichen,
Zeichen, zu den Wasserzeichen gehören Fische, Krebs, Skorpion. Ja, deshalb, wenn du viel Wasser in der Chart hast und dann auch noch den Schützen, holla die Waldfee. Dann spürst du alles, siehst du alles, du erahnst alles, das ist wirklich enorm. Dann solltest du an den Beruf, unbedingt an den Beruf machen, der irgendwo im spirituellen Bereich tätig, oder wo du im spirituellen Bereich tätig sein kannst, okay? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wo du etwas tun kannst, wo du anderen etwas beibringst. Und da kommen wir zum zweiten Stichpunkt. Oder ist es schon der dritte? Denn ihr seid die geborenen Coaches. Jupiter ist der Guru. Was macht ein Guru? Er gibt sein Wissen weiter, ja, er oder sie. Und das könnt ihr. Das bedeutet, wenn du jetzt keine Ahnung hast, die war okay, ja, was könnte ich tun? Dann guck alles, was mit Coaching und Beratung zu tun hat. Ob es eine Unternehmensberatung ist, spirituelle Beratung oder Finanzberatung, Versicherungsberatung, Steuerberatung, ist völlig egal. Da, wo du dich hingezogen fühlst, das Thema, ja, das Thema, wo du sagst, da kann ich was, da habe ich was drauf, das bringe ich jetzt bei. Das bedeutet, und da kommen wieder die Zwillinge, Zwillinge, drittes Haus, steht für Vermarktung, Online, Webinare, alles, was online vertrieben wird, also gerade so Webinare. Und ihr steht fürs Veröffentlichen. Also ihr könntet zum Beispiel wunderbar Webinare erstellen, aber auch Schulungen geben, Seminare, Schulungen halten. Das ist euer Ding. Ja, mein verstorbener Ex-Freund, der hatte Mond in Schütze und er war einfach der geborene Coach. Und er hat einen Beruf gemacht, wo er tatsächlich auch durch die Lande gezogen ist und andere Menschen im Bereich IT geschult hat. Ja, das hat er eine Zeit lang gemacht, dann nicht mehr, aber das war etwas, das lag ihm wahnsinnig gut. Er konnte unglaublich gut erklären, auch mit Kindern, er konnte Sachen erklären, das können andere nicht, okay? Also ihr Schützen seid wirklich toll, ganz, ganz toll, wenn es ums Lehren, ums Beibringen geht. Das habt ihr richtig drauf, okay? Die Schützen, die sieht man aber auch im Theater, Theater und Schauspiel. Ihr könnt richtige Drama-Queens sein, egal ob Mann oder Frau. Und das ist natürlich, macht sich toll auf Theater, Bühne, Film, Schauspiel, Hollywood. Das ist euer Ding. Natürlich auch andere Künste, Tanz und Singen und so. Aber Schauspiel ist absolut euer Ding. Das ist etwas, das ist mir aufgefallen. Ich beschäftige mich mit Astrologie, seitdem ich 12 bin. Und das sehr, sehr intensiv. Ich kann mir die Sternzeichen der Menschen besser merken als ihre Namen. Wenn ich jemanden sehe, den ich schon lange nicht mehr sehe, weiß ich nicht mehr, wie er heißt oder sie heißt, aber ich weiß noch, welche Sternzeichen die Person hat. Und was mir aufgefallen ist in all diesen Jahren, ist, dass Schauspieler, egal ob ihr aus welchem Land, ja, aus allen möglichen Ländern, Schauspieler oftmals Schütze signifikant in der Chart haben. Ganz, ganz signifikant. Also das heißt, auch Schauspiel, Theater, Bühne ist etwas, was ihr unglaublich gut könnt und vielleicht entweder einen Beruf wählt, der sich in diesem Bereich befindet, oder ihr könnt das als Hobby machen. Also sprich, ihr könnt euch einfach irgendwo im Theater anmelden, ob es Improvisationstheater ist oder ein Theater, was so alte Stücke aufführt wie Shakespeare oder moderne Stücke, abstrakte etc. etc. Also Film und Schauspiel ist auch etwas, was euch wahnsinnig gut liegt. Das könnt ihr. Unglaublich gut. Von der Astromedizin her werden euch die Schenkel zugeordnet. Also die Schützen, die sind oftmals sehr sportlich. Du sagst, nö, bin ich gar nicht. Dann auch hier wieder, dann hast du andere Platzierungen. Aber die meisten Schützen sind sportlich. Menschen, die signifikant Schütze in der Chart haben, haben auch richtig ordentliche Schenkel. Ja, die sind entweder Frauen, es gibt einige Frauen, die leiden unter Reiterhosen. Das sind diese Frauen, die dann oft Röcke tragen, weil die Hosen natürlich das Ganze besonders zum Ausdruck bringen. Ja, also lange Röcke, damit man die Schenkel nicht sieht. Das sind Frauen, kennt ihr diese Frauen, die oben ganz schlank sind, richtig schlank und dann bing, richtig kräftige Schenkel. Ja, und das ist bei Schützen. Euch, ja, müsst euch ja vorstellen, euch wird ja dieses halb Mensch, halb Tier zugeordnet. Das heißt, Schütze, da ist ja unten, ist ja ein Pferdekörper, ja. Also das, und das sieht man halt eben auch, das wirkt sich dann auch in der, wie nennt man das, fällt mir jetzt das Wort nicht ein. Also so wie bei Löwen zum Beispiel.
Ja, bei Löwen, Menschen, die Löwen in der Chart haben, die haben oftmals voll die Mähne, voll die Haare auf dem Kopf, voll die Mähne. Und bei euch sind es eben die Schenkel. Ihr seid sportlich. Und wenn ihr ganz schlanke, 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 schlanke Schenkel habt, sind sie trotzdem stramm. Ja, richtig stramm und elastisch. Also Menschen, Jane Fonda zum Beispiel ist Schütze, ja, und sie hat dieses weltberühmte Aerobic-Video aus den 80ern. Sie hat ja wirklich Aerobic, hat sie ja sie hat eine richtige Trendwelle ausgelöst in den 80ern, weltweit, ja, mit ihrer VHS-Kassette. Kenne ich auch noch, ja. Und sie zum Beispiel, sie ist politisch engagiert, ne, Justiz, Politik und sportlich, ja, Jane Fonda. Also, ihr seht, und Jane Fonda, Schütze. Ihr seht zum Beispiel Til Schweiger, ist auch ein Schütze, ja. Wo ihr euch manchmal auch selbst im Weg steht. Ich lache darüber, aber weil ich ein Feuer oder viel Feuer auch in der Chart habe. Aber andere Zeichen, die empfindlich sind, die können damit nicht umgehen. Ihr tragt das Herz auf der Zunge. Und ich wette, dass einige von euch jetzt lachen und sagen, ja, sind Sie, ich weiß genau, was du meinst, dass ihr ganz oft auch schon, statt drüber nachzudenken, was ihr sagt, habt ihr sie ausgesprochen. Ja? The truth. Ihr sagt die Wahrheit. Ihr sagt sie blunt. Ihr seid blunt, wirklich rigoros. Ihr sagt frei raus, was ihr denkt. Und erst hinterher überlegt ihr, was ihr gesagt habt. Das macht ihr jetzt nicht, um die Menschen zu verletzen, sondern einfach, weil ihr frei raus seid. Ihr habt Chili im Po, ihr seid temperamentvoll und ihr sagt den Menschen knallhart ins Gesicht. Ihr seid wie Kinder. Weißt du, wie kleine Kinder, die einfach, ohne was drüber nachzudenken, einfach frei raus sagen, was sie denken. Ja, wo die Eltern sagen, Mensch, das kannst du nicht sagen. Und ja, da könnt ihr manchmal auch anecken, okay? Weil ihr ganz temperamentvoll und frei raus sagt, was ihr denkt. Und oftmals ist es natürlich auch lustig, oftmals auch die Wahrheit. Aber wer will schon die Wahrheit hören? Ne? Das kennt ihr ja. Also Humor habt ihr auch ganz viel. Ihr seid richtige Spitzbuben. Ihr habt oftmals so richtig süße Bäckchen, auch so strahlende Bäckchen. Ihr seid sehr jung geblieben, so wie Zwillinge auch. Ihr seid sehr jung gebliebene Menschen. Im Gesicht seht ihr viel, viel jünger aus als andere Menschen in eurem Alter. Und wie gesagt, ihr habt sowas Spitzbübiges, sowas Freches, ja, so freches Lächeln, eine freche Lache. Ihr seid frech, frech und frei raus. Ja, so Pippi, ihr seid so die Pippi Langstrumpfs. Ihr seid wie Pippi Langstrumpf, Pippi Lotta. Ihr kennt da nichts, ja? Und das ist auf der einen Seite schön, aber für Menschen, die empfindlich sind und wo man immer aufpassen muss und alles, ne? Waagschale und rohe Eier und so weiter, die gibt es ja auch. Das muss man auch respektieren. Da tut ihr euch schwer, ne? Das mögt ihr gar nicht, mit solchen Menschen so tun zu haben, wo ihr immer aufpassen müsst, was ihr sagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht, dass sie beleidigt ist und Gott nicht so verletzt ist. Das ist für euch wahnsinnig schwierig. Ihr wollt mit Menschen frei und locker reden können. Ihr könnt die Meinung sagen, aber ihr könnt sie auch vertragen. Es ist nicht so, dass ihr einfach nur austeilt. Ihr könnt sie auch einstecken. Es sei denn, du hast viel Wasser in der Chart, dann nicht. Dann bist du natürlich schnell verletzt. Du teilst da aus, aber kannst nichts einstecken. Wasserzeichen sind halt eben extrem empfindlich. Okay? Die spüren alles viel intensiver und sind natürlich auch schneller verletzt, weil es viel tiefer geht als bei anderen Sternzeichen. Okay? Zum Beispiel mit Luftzeichen, mit Zwillinge, oh, da kannst du diskutieren, ihr könnt debattieren bis zum Sankt-Nimmerns-Land. Ja? Das ist wunderschön. Da könnt ihr euch richtig in die Wolle kriegen und danach wird dann gehoben und so, ach, war eine schöne Diskussion. Andere dachten, ihr seid jetzt verkracht, aber für euch war es einfach nur eine Diskussion. Das kann manchmal natürlich auch nachteilig sein, ja? Wenn ihr dann, also jeder Recht haben will, du weißt ja, alles hat Vor- und Nachteile. Das ist immer eine Frage des Maßes und die Tarotkarte, die Mäßigkeit wird euch zugeordnet. Also das heißt, eure Lebensaufgabe ist es, das richtige Maß in allem zu finden. Ob es jetzt die Art und Weise ist, was man lernt, wie man lehrt, wie man Dinge tut, eure Glaubenssätze. Ihr könnt nämlich auch sehr radikal sein in dem, was ihr glaubt. Und dann so richtig, ich sag ihr, wie Pippi Lotta, ja, frei raus. Und euch auch durchsetzen. Also wie gesagt, in der Astromedizin werden euch die Schenkel zugeordnet und deshalb müsst ihr da auch ein bisschen aufpassen. Schenkel ist so euer Ding. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, dass ihr das Ganze ein bisschen
zerrt oder vielleicht im Sport übertreibt oder sowas. Aber auch ein Teil der Knie, ja, auch ein Teil der Lenden, alles so ein bisschen, alles, was ein bisschen unter den Schenkel ist und ober den Schenkeln ist. Das ist auch noch so euer Bereich, okay? Was gibt es noch über die Schützen zu sagen? Ich glaube, das meiste habe ich jetzt schon gesagt. Lass mich überlegen. Ich glaube, ich bin soweit alles durch. Ich habe auch schon im letzten Jahr, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann kannst du ja noch im letzten, für das letzte Jahr gucken. Da habe ich am Anfang auch noch mal ausführlich etwas über den Schützen erzählt und erklärt. So, ich habe heute wieder mal meinen Rosentee. Das sind hier Rosenblüten. Die kann man essen, die kann man trinken als Tee und so weiter. Und das riecht nicht nur gut, das schmeckt auch sehr gut. Natürlich nur, wenn man sowas mag, ja. Habe ich ja mal im letzten Orakel erzählt, eine Freundin von mir, die mag sowas gar nicht. Alles, was blumig ist, oh, das ist wie Wiese trinken. Ich mag das sehr gerne und schmeckt auch sehr gut. Muss nur aufpassen, dass ich mir jetzt hier die Rosenblüten nicht reinpfeife. Sonst kaue ich hier 3 Stunden an dem Ding. So, mein Schatz, ich werde jetzt den Blickwinkel ändern. Aber als erstes werde ich mir hier, dann erstmal hier ganz kurz zurechtlegen. Erstmal hier einen Test machen, mein Schatz. So, wem schwindelig wird, der kann jetzt ein wenig vorspulen. Aber ich werde jetzt hier ein bisschen runtergehen, weil ich hier auch die Karten nochmal hinlege. Ups. So. Ich glaube, das reicht. Okidoki. Dann kommen wir erst einmal, ich mache das erstmal kurz weg. Kommen wir erst einmal zu meiner Standardklaviatur. Hi, sensitiver Universe, ist das völlig egal, ob du schwul, lesbisch, bi, transgender, transfrau, transmann, intersexuell, metrosexuell, hetero, bi, sapiosexuell, völlig egal. Ist auch völlig egal, aus welchem Land du stammst oder welcher Kultur du angehörst, welche Hautfarbe du hast, welche Religionsrichtung, ob du an Gott glaubst oder nicht. Ich glaube sehr an Gott. Wenn du nicht an Gott glaubst, das ist völlig in Ordnung. Das 9. Haus steht übrigens für Gott, ja. Aber nicht nur, auch das 12. Haus, also 9. und 12. Haus. Und wichtig ist, dass wir uns annehmen, mein Schatz, ja, die Glaubenssätze. Das ist ja euer Haus, 9. Haus, die Glaubenssätze, dass wir Freigeister sind und dass wir den anderen Menschen auch die Möglichkeit geben, an das zu glauben und das zu sein, was sie glauben wollen und was sie sein wollen, ja? Also gegenseitige Toleranz, Akzeptanz und Freiheit, mein Schatz. Ich werde jetzt dreimal die Klangschale schwingen. Du kennst es ja mit dem Erden. Nichts überkreuzen. No tango, no tendril all after the reading, please. Yes, I can boogie, sir. And then we will see what will happen in your life the next half. Hier. Also allgemein immer zeitlos. Ihr wisst, Orakel sind immer zeitlos. Aber wenn du jetzt wissen willst von der Trefferquote her, dann kann man sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr. Ja, dieses Orakel hat eine Gültigkeit von einem halben, dreiviertel Jahr. Eigentlich immer zeitlos. Aber du kannst sagen, in den nächsten 6 Monaten, dann wirst du feststellen, ob du hier in der Reisegruppe bist, wie ich immer sage. Stell dir vor, das Universum unterteilt uns Berater in Reiseleiter. Und ich weiß nicht, ob du hier bei mir in der Reisegruppe bist, mein Schatz, okay? Wunderbar. Dann mache ich jetzt gleich mal. Merkur ist bald rückläufig, ist in der Schattenperiode. Mache ich gleich dreimal. Am 29., glaube ich, ist er rückläufig. Dreimal Palim Palim. Ups. Chaotisch, das ist auch übrigens auch euer Ding. Ihr seid chaotisch. Ihr seid so ein bisschen die Chaoten in den Sternzeichen. Aber das ist ja das, was euch so lustig macht, ja? Dass ihr so auch so ein bisschen chaotisch seid. Ihr macht das auch so ein bisschen scherzhaft. So dieses chaotische.
konnte mich jedes Mal kaputt lachen. Also mit Zwillingen und mit Schützen, aber auch Stiere, habe ich die Mega-Lacher. Mega-Mega-Lacher. Aber mit Schützen, da kann ich wirklich, also mich kaputt lachen. Noch zweimal. Das dann nachher mal hier richten. Das bimmelt hier nicht so frei. Okay, mein Schatz, so, aber jetzt werde ich mir erst einmal hier diesen Riesenstapel, aus dem Riesenstapel mache ich mir einen extra Stapel. Ist gar nicht so easy. In der Kamera sieht immer alles so groß aus, aber ich habe kleine Hände. Die sind ein bisschen wurstig. Bin ja auch gut genährt. Aber die sind klein. Und in der Kamera sieht das riesengroß aus. Aber eigentlich habe ich sehr kleine Batschehände. Bin ja auch ein kleines Ding hier. So. Nur ein bisschen. Denn ich werde sie sowieso aufteilen und dann nochmal durchmischen. So. Und dann mache ich mir jetzt drei Stapel. Und aus jedem Stapel nehme ich mir ein bisschen was. Und die legen wir zurück. So, mein Babyschatz, mal gucken, was bei dir herauskommt. Wenn ihr das Knarzen und Quietschen hört, das ist ihr, meine Fußstütze. So. Und jetzt meine Maus. What is happening in your life? We will see. Love life. In the job. Money. Everything. 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 So. Organisiere dein Leben für Erfolg. Wir haben sogar zwei bekommen. Die nehme ich auch noch. Flower Power, erfreue dich öfter an Blumen und verwende Blütenessenzen, siehst du, so wie ich hier, denn das mal kein Zeichen ist, um deine persönlichen Heilkräfte zu verstärken. Also, wenn das hier kein Wink mit dem Zaunpfahl ist, dann weiß ich auch nicht, du. Also hier, ne? Rosen, guck mal hier, Rosentee. Und das ist etwas, das sollst du vielleicht auch tun, denn es gibt scheinbar gewisse Essenzen. Auch wenn du jetzt sagst, was ist denn das für eine Botschaft, sag mal. Das ist eine Blume oder was, oder wie? Aber in diesen Blumen gibt es Essenzen, die, wenn du sie als Tee trinkst oder als Öl zum Riechen, da gibt es Essenzen, die scheinbar in dir etwas erwirken und bewirken. Und lass dich überraschen, was es mit dir macht. Probier es aus. Also es ist nicht umsonst ein Rat. Das ist jetzt die direkte Deutung. Die indirekte Deutung ist natürlich, dass, wenn es anfängt zu blühen, was ja meistens so März, April der Fall ist, irgendwas passiert. Diese Karte werde ich natürlich auch vorlesen. Organisiere dein Leben für Erfolg. Lass dich von dem Wort organisieren nicht einschüchtern, da es sich einfach nur um eine Möglichkeit für dich handelt, Klarheit über deine Aufgabe zu erlangen. Deine Gedanken, deine Berichte, dein Privat- und Arbeitsumfeld und deine Finanzen zu organisieren, wird dir helfen, deine nächsten Handlungsschritte zu erkennen und zu planen. Also, ihr werdet scheinbar aufräumen in eurem Leben. Ja? Alles wird aufgeräumt. Die Finanzen, ist Ende des Jahres, da machen das einige. Ja? Vielleicht auch Anfang des Jahres. Vielleicht hast du es dir vorgenommen oder du wirst es vornehmen. Du könntest zum Beispiel dein Haus, deine Wohnung komplett neu umstellen. Die Finanzen, du willst vielleicht deine Kleider ausmisten, auch deine Freundesliste ausmisten oder in deinem Leben einfach grundsätzlich aufräumen. Alles, was du loswirst an Altlasten, an Dingen, die du nicht brauchst, die nur im Weg stehen, die nur verstauben oder auch Menschen, die mit denen du sowieso nie Kontakt hast oder die dir nur schaden, toxisch sind. Wenn du überall aufräumst, also auch deine Finanzen aufräumst, ja, wo geht dein Geld raus, wo geht dein Geld rein, wo kommt es rein?
so eine Art Einnahmeüberschussrechnung machst und guckst, wo kommt was rein, wo geht was raus, wo kann ich irgendwas abstellen, wo kann ich irgendwas einstellen. Also sprich, überall mal eine Säuberung tätigst. Dann wirst du feststellen, dass du viel Platz für Neues machst. Für Neues, das für dich hilfreicher ist, um erfolgreich zu werden, mein Schatz, okay? Also, wenn du es nicht eh schon vorhattest, kann auch sein, dass du hier, ne, so einen Frühlingsputz machst, weil wir hier Flower Power haben. Dass du es dir vorgenommen hast, im Frühjahr räume ich auf. Und wenn du sagst, nö, hatte ich eigentlich gar nicht vor, dann ist das die Botschaft an dich. Du wirst genau das tun. Du wirst ab Frühling einen richtigen Frühjahrsputz machen. Und nicht nur mit Dingen, in denen du wohnst und lebst, sondern grundsätzlich in deinem Leben. Vielleicht wirst du deinen Job kündigen und anderswo anfangen oder du fängst ganz was Neues an. Wenn du schon ein Business hast, wenn du selbstständig bist, dann wirst du dein Business vielleicht reorganisieren. Dinge, wo du das Gefühl hast, die laufen nicht gut, die schmeißt du raus und nimmst dafür neue Dinge rein, wo du das Gefühl hast, das trifft den Nerv der Zeit. Okay? Alles das, was ich sage, denke daran. Wenn es nicht dich betrifft, dann kann es die Person betreffen, mit der du es zu tun hast. Dann kann das jetzt etwas sein, was er oder sie tun wird. Und du kriegst es unmittelbar mit oder du bekommst es irgendwann erzählt und gesagt. Oder es steht für einen dir nahestehenden Menschen, wie zum Beispiel, wenn du erwachsene Kinder hast oder Kinder im Allgemeinen. Okay? Lass uns weiterschauen. So, nehmen wir nochmal die hier. Gucken, was hier rauskommt. Natürlich werden wir nochmal klären, mein Schatz, ja? Was da los ist. Wir gucken, welche Bereiche noch in deinem Leben beeinflusst werden im nächsten halben, dreiviertel Jahr. Dinge, die du vielleicht weißt, wo du jetzt eine Bestätigung bekommst, dass du auf dem richtigen Weg bist. Oder vielleicht auch Dinge, wo du jetzt überhaupt keine Ahnung hast, dass das kommt. Oh, im 11. Haus. Oh, mein Schatz. Oh, Innovationen. Aquarius. Ein Wassermann könnte eine Rolle spielen. Oder du hast es mit einer Person zu tun, die in der westlichen oder vedischen Astrologie Wassermann in der Chart hat. Okay? Das 11. Haus ist das Haus der Gruppen. Das 11. Haus ist das Haus der Innovation. Hier, the Inventor. Du könntest vielleicht um die Zeit herum, wenn dann die Blumen blühen, was ja dann März, April wäre, neue Dinge angehen, neue Ideen haben, Geistesblitze haben. Und das 11. Haus ist natürlich auch das Haus hier, pow, sprich, dass du groß rauskommst, dass es, was immer du da auch, vielleicht sind es neue Produkte, vielleicht sind es neue Dienstleistungen oder grundsätzlich neue Ideen, vielleicht erfindest du ja auch etwas, vielleicht schreibst du etwas, ja, irgendwas tust du. Gegenüberliegend ist Löwe und Löwe heißt im Rampenlicht stehen und 11. Haus Gruppen, die Masse. Also du wirst irgendwas tun, womit du die Masse begeistern wirst, okay? Was immer es auch ist, ob du dich selbst darstellst, zur Schau stellst, oder ob du, sag ich ja, etwas erfindest, etwas erstellst, etwas kreierst, oder es Dienstleistungen sind. Es kann wirklich alles Mögliche sein. Für viele von euch ist es etwas, was mit dem Internet zu tun hat. Also Internet, 11. Haus, Aquarius, Wassermann, ist auch Internet. Irgendwas Digitales, okay? Vielleicht kreierst du etwas, was man digital herunterladen kann. In Ordnung? Das können, weiß ich nicht, Aufnahmen sein. Das können auch, wisst ihr, gibt auch E-Books oder Hörbücher oder und alles Mögliche. Was immer du auch tust und du stellst es online zum Vertreiben, also sprich zum Verkauf oder auch nicht, muss nicht unbedingt Geld damit verdient werden. Jeder von euch hat andere Absichten damit. Aber auf jeden Fall, wenn deine Absicht es ist, dass das viel rumkommt, dass es viral geht, dann habe ich die Bestätigung hier, es wird dir definitiv gelingen. Auch Dienstleistungen und Produkte. Okay, das wird definitiv was werden, mein Schatz. Und dafür sollst du auch ein bisschen aufräumen. Scheinbar sollst du Platz schaffen, ja? Also werde alles das los, ob es jetzt Sachen sind oder auch Dienstleistungen sind oder versuche auch dein Leben umzustellen, damit du für das, was da kommt, ab Frühjahr herum, auch Zeit.
und Energie hast, sich darum zu kümmern. Denn es wird scheinbar etwas Großes. Wir gucken noch, was die zweite Karte sagt. Können wir ganz kurz trinken. Hier. Trockener Hals. Trockener Hals. Ich gucke noch, was die zweite Karte sagt. Chiron, oh mein Schatz. Oh, bei dir findet ganz viel Heilung statt. Ganz viel Ka Heilung. Chiron befindet sich, soweit ich glaube, immer noch in Widder und wird dann bald in Stier dann wandern, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und Stier, guck mal, zweites Haus. Also, Chiron steht für Heilung. Das kann natürlich etwas sein, was du tust. Vielleicht bist du in der Heilung tätig und das kann alles sein. Im medizinischen Bereich, im spirituellen Bereich. Und wenn du etwas tust, was anderen Menschen hilft zu heilen, und du hoffst darauf, dass es großen Erfolg hat, dann rechne von der Zeit her ungefähr ab Frühjahr. Okay? Also, das wäre dann erstes Quartal. Erstes Quartal ist Januar, Februar, März, April. Ja, erstes Quartal. Also Flower Power ab März, April, würde ich eher sagen. Da wirst du langsam die Früchte sehen. Aber auch du befindest dich aktuell und auch in nächster Zeit in einer Zeit der Heilung. Umso mehr Erfolg du hast, umso mehr hast du das Gefühl, dass all die Mühe, all die Zeit, all die Kraft, die du in all das investierst, was du gerade am Investieren bist, dass es sich endlich lohnt. Und dann fühlt es sich für dich wie Heilung an. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit ja erfolglos gefühlt oder du hast das Gefühl gehabt, es geht nicht voran. Was immer du für Projekte gestartet hast, immer kam was dazwischen, dann kam das dazwischen, dann kam die Krise dazwischen. Irgendwas, immer war irgendwas, ob es jetzt im persönlichen Leben war oder irgendwelche weltlichen Dinge. Du hast immer das Gefühl gehabt, was immer du anpackst, verdammte Axt, ne, kann doch nicht sein. Jetzt kommt das dazwischen, dann ging das nicht voran und das nicht. Das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Ich habe hier wirklich einen Zeitenwechsel für dich, eine Zeitenwende, wenn du so möchtest, wo du endlich das Gefühl hast, du kannst heilen, weil du Erfolge siehst. Und die siehst du dann ab Frühjahr. Das heißt nicht, dass jetzt alle ab Frühjahr bum, peng, pau, ne, bum, peng, pau, gleich Erfolge sehen. Aber es kann auch der Beginn sein des Erfolgs. Und weil du endlich Fortschritte siehst, ob es jetzt in der Liebe ist, es kann auch eine Liebesgeschichte sein, das werden wir auch gleich klären. Es kann, vielleicht hast du eine Krise gehabt in der Ehe oder in der Beziehung oder du hattest das Gefühl, ach, irgendwie die Liebe ist nicht so deins, ne? Was immer du anpackst, geht immer schief und Herzschmerz und Kummer und Stress. Wo liegt das Problem, ne? What's the point? What's the matter? Hast du dich gefragt, was ist das Problem? Na, wo ist denn hier der Wurm? Na, wo ist denn hier der Hund begraben? Und endlich kannst du heilen, weil du feststellen wirst, dass sich, es kann bei dir irgendwas Astrologisches sein, mein Schatz. Vielleicht hast du astrologisch betrachtet schwierige Konstellationen gehabt, die aber März, April eine Änderung, ja, Änderung, die sich einstellen in deinem Horoskopchart und sich deshalb die Dinge, wo du das Gefühl hattest, du strampelst und strampelst. Kennst du das? So wie, kennst du diese Träume, wo du strampelst und du hast das Gefühl, du bleibst immer an der gleichen Stelle stehen, du kommst nicht voran. Und es kann sein, dass du dich so gefühlt hast in letzter Zeit. Und das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Also, euch möchte ich den Rat geben, ob du Ideen hast, seien sie kreativ, ob es Produkte sind oder Dienstleistungen oder ob du einen Jobwechsel anstrebst. Nutze jetzt die Zeit zur Vorbereitung, denn ab Flower Power, ab März, April wirst du vorangehen und dann musst du musst aufräumen. Eigentlich wirst du jetzt aufgefordert, die Zeit jetzt zu nutzen, jetzt noch Dezember, Januar, Februar aufzuräumen. Räum alles auf. Bring deine Finanzen in Ordnung. Bring deine Wohnung in Ordnung, ja? Was immer gemacht werden muss, tu es jetzt. Jetzt hast du noch die Zeit dazu. Ob du umstellen willst, ausmisten willst oder andere Möbel, alte wegschmeißen, neue installieren, einbauen, ist egal. Auch in deiner Freundesliste, geh alles durch. Wer sind deine wahren Freunde? Elftes Haus ist nämlich auch Freunde,
Ja? Wer sind deine wahren Freunde? Wen brauchst du nicht in deinem Leben, weil sie dir entweder nichts geben, nie fragen, wie es dir geht, sie sich nicht interessieren, wer du bist, oder die, die da sind, nur am Schnüffeln sind oder immer nur sich melden, wenn sie was brauchen. Räum auch da auf. Und wenn du im Angestelltenverhältnis bist oder arbeitssuchend bist, auch hier gilt, was kannst du tun? Kannst du vielleicht die Zeit nutzen? Guck doch mal, ob du vielleicht im Januar oder Februar, ob du irgendein Webinar besuchen kannst oder vielleicht bei der Volkshochschule ein Seminar besuchen kannst, wo du deine Computer- oder Sprachkenntnisse aufbessern kannst oder deine Skills, also sprich deine Expertise aufbessern kannst, ja? Wenn du selbstständig bist, dann guck dir doch mal, wenn du eine Webpage hast, guck dir eine Webpage an. Ist sie so in Ordnung? Trifft sie denn den Nerv der Zeit? Was kannst du rausschmeißen und was nimmst du rein? Was ist der Nerv der Zeit? Okay? Auch du selbst, möchtest du an dir etwas ändern, dann tu es. Tu es, warte nicht mehr lange. Also räume auf in deinem Leben, in deinem Umfeld, denn ab März, April geht's bei dir aufwärts. Okay? Und dann beginnt bei dir auch die Zeit der Heilung. Alles, was sich bisher schmerzhaft angefühlt hat, egal ob es die Liebe ist, mein Schatz, Partnerschaften sind oder was immer du an Projekten am Machen bist und immer kam was dazwischen. Du hast großartige Ideen gehabt und das kam dazwischen und dann die Krise und die, das hört jetzt auf, ja? Du bist hier, also meines Erachtens bist du am Ende des Heilungsprozesses. Viele, viele von euch sind am Ende des Heilungsprozesses oder die Heilung beginnt erst. Vielleicht hast du dich taub gefühlt, du wolltest es gar nicht wahrhaben. Du hast einfach ganz automatisiert dein Ding gemacht, ja, deinen Job gemacht oder einfach dein Ding gemacht, weil es gemacht werden muss, ohne zu fühlen. Du hast vielleicht schon lange nicht mehr das Gefühl gehabt, am Leben zu sein, zu fühlen, was du da tust. Und das braucht ihr Schützen. Ihr seid, ich sag, ihr seid Amazonen, ihr braucht Action, ihr wollt den Rausch des Lebens, ihr wollt leben, ja? Und ihr wollt dieses Leben auch spüren, richtig intensiv. Entschuldigung, mein Schatz, ich kann nicht, wenn ich aufstütze. Ihr wollt das Leben auch richtig mit Haut und Haaren, Leib und Seele spüren. Und das war vielleicht in letzter Zeit nicht. Vielleicht auch schon seit langem, ja? Weil immer irgendwelche Krisen waren. Aber das wird sich ändern. Lass uns mal weiterschauen. Und bitte bedenke, alles, was ich sage, wenn es nicht für dich steht, dann kann es für deinen Partner stehen, für deine Partnerin stehen oder eine dir nahestehende Person, okay? Es können Kinder sein, es können Eltern sein, eine gute Freundin sein, wer auch immer, ja? So, die werde ich jetzt erstmal vormischen. Und denk dran, ich werde jetzt natürlich auch die einzelnen Positionen klären, okay? Wir schauen jetzt, was da noch zu sehen ist. Auch im Bereich der Liebe, da gehe ich auch noch mal drauf ein. Da kann es auch sein, dass du vielleicht auch, ja, vielleicht ist irgendeine Partnerschaft, pow, einfach so zu Ende gegangen, ne, mit einem Schlag. Und vielleicht fühlst du dich jetzt gerade, ne, vielleicht gehst du gerade durchs Tal, durch schmerzhafte Gefühle durch, aber dann sagen die Karten, spätestens ab März, Frühling, erlebst du einen innerlichen Frühling? Könnte auch jemand Neues in dein Leben kommen? Wir schauen jetzt mal. Den könntest du entweder bei Internet kennenlernen, weil wir halt das 11. Haus haben. Aber wir schauen jetzt, ja. Und so, wenn ich mich nicht irre, und Chiron befindet sich immer noch in Widder. Widder steht für das Selbst, für das Ich. Und das ist bei dir in Heilung, das Ich. Ja, du bist in Heilung, mein Schatz. Du bist in Transformation, das muss man auch dazu sagen. Ja? Heilung ist nämlich auch Transformation. Alles, was abheilt, eine Wunde, transformiert sich ja in Heilung. Ja? Wenn du eine Wunde hast, so ein Kratzer auf der Haut, und tut es weh. Und wenn es sich dann transformiert hat, ist es wieder, ist der Kratzer weg. Ja? Also ist auch eine Form der Transformation, mein Schatz. So, dann schauen wir mal weiter, was die Karten noch hergeben können. Haben wir direkt zwei bekommen, die nehmen wir auch. Puh, da war auf der Rückseite. So, die erste Karte lautet Monk und Nun. Oh, okay. Ja, das, du hast gegeben, 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 gegeben. Okay, weil es steht hier Selfless Devotion and Single-Minded Dedication to Spirit. Also sprich, du hast
mehr gegeben, als du zurückbekommen hast. Und Monk, Monk und Nun steht für Mönch und Nonne. Du könntest in letzter Zeit, was eigentlich untypisch ist für Schütze, ne? Der Schütze muss raus, der liebt das Reisen, der liebt das Rausgehen, der liebt die Interaktion. Gegenüberliegend ist Zwillinge, denk dran, die lieben ja auch die Interaktion. Und du könntest wie ein Eremit gelebt haben. Nur zu Hause, hast, ich sag ja, ganz automatisiert deinen Job gemacht, einfach dein Ding gemacht, weil es von dir verlangt wurde. Und du hast aber, auch das muss ich sagen, also ihr lieben Schützen habt eine starke spirituelle Transformation gemacht oder seid auch noch mittendrin. Eine richtige Metamorphose. Und die wird dann auch sichtbar. Also ich habe auch hier ein Glow-up. Es kann sein, dass du auch mit deinem Aussehen etwas tun wirst, weil es steht auch, wie wir uns in der Gesellschaft repräsentieren. Also einige von euch nehmen ab oder werden die Frisur ändern oder neue Kleidung. Also auch da wirst du scheinbar dich umorganisieren. Also, und Chiron steht für das Selbst. Es ist gut möglich, dass du auch mit deinem Körper und mit deinem Aussehen etwas tun wirst. Entweder bis zum Frühling oder ab Frühling geht's bei dir ab. Okay? Vielleicht, ja, ist manchmal so, ne? Dann hocken wir immer nur zu Hause und dann nehmen wir zu und das wird sich ändern. Also, ich habe hier auch äußerliche starke Transformation und ein Glow-up. Die Menschen, die werden, wow, die werden sich umsehen. Wer ist das denn? Also, du wirst eine sexy Bitch, egal ob Mann oder Frau, okay? Also, rechne damit, dass du jetzt oder ab Frühling einen richtigen Glow-up hast, ganz, ganz toll aussehen wirst, ja? Wo sich alle umdrehen und sagen, boah, hast du dich verändert. Und das kommt nämlich noch dazu. Wenn du dich die ganze Zeit zurückgezogen hast, das ist vorbei, denn hier 11. Haus. Vielleicht hast du dich nicht rausgetraut. Vielleicht, sag ich ja, vielleicht hast du 5 Gramm zugenommen am Ohrläppchen und hast dich nicht mehr rausgetraut. Und auch, oder weiß ich nicht, vielleicht hast du denkst, oh Mann, ich bin so alt geworden oder ich habe hier 3 Falten mehr. Das wird sich ändern. Du wirst auch eine andere Sicht der Dinge haben, denn Chiron in Widder für das Selbst heißt auch sich transformieren, heilen, wie man sich selber sieht. Das heißt, selbst wenn du nicht abnehmen wirst, okay, oder die Falten, die kriegst du halt nicht raus, denn wir werden alle älter, dann wirst du aber die Sicht deiner selbst verändern. Du wirst mutiger werden und das ist eben attraktiv. Na, das müssen wir Menschen, ich mit eingeschlossen, ich bin genauso wie ihr, ich mit eingeschlossen, das müssen wir Menschen auch lernen, dass sexy sein, anziehend sein, nicht heißt, weniger Kilo haben oder 3 Fältchen weniger haben, sondern wie wir uns annehmen. Wenn wir uns sexy fühlen und rausgehen, ist egal, ob wir da eine Speckfalte haben und da im Gesicht 3 Fältchen, ist wurscht. Aber wenn wir uns sexy fühlen und uns auch sexy zeigen, dann finden uns auch andere sexy. Okay? Also es wird Zeit, dass du dich anfängst, sexy zu fühlen, toll zu fühlen in deiner Haut. Aber das wirst du auch tun, das sehe ich ja hier. Und deshalb wirst du mehr rausgehen, 11. Haus. Weil du plötzlich eine andere Sicht der Dinge hast, ob dir die Haare ausgefallen sind, ich sag, oder ein paar Pfund mehr oder da Fältchen mehr und das, oh, ich werde immer alt. Oder, ich weiß ja nicht, was dein Problem ist. Du wirst dich annehmen, du wirst es annehmen, du wirst das Beste daraus machen. Ich sehe auf jeden Fall, dass du irgendwas machst, du, ja? Vielleicht gehst du tatsächlich, vielleicht lässt du tatsächlich irgendwelche Falten aufspritzen oder lässt Haare machst Haartransplantation oder Fett absaugen. Kann ja sein. Auch das kann ein Glow-up sein, okay? Aber selbst für alle, die nichts tun, habe ich, wirst du sexier auf die Menschen wirken und deshalb auch mehr und mehr rausgehen. Und der Grund ist, weil du dich annimmst, wie du bist, weil du dich schön fühlst. Du sagst, ich bin schön. Ja, kennst du doch die Werbung? Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Könnt ihr euch noch erinnern, die Werbung aus den 80ern? Und so wirst du auch sein, ja? Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich darf. Und das wirkt auf andere. Andere werden dich sexy finden. Kennt ihr diese Männer, die so ein bisschen Danny DeVito-like, ja? Der ist klein, der hat eine Kugel vorne hängen, der hat eine halbe Glatze, aber der hat Charisma. Kennt ihr noch den Film Jungfrauen küssen besser oder Jungfrauen, ich weiß, Mermaids heißt der, glaube ich, im Englischen, mit Cher, die hübsche Frau, Cher, ja, mit Danny DeVito. Nee, nicht Danny DeVito, wie heißt der andere? Die sehen sich aber sehr ähnlich. Der hat, glaube ich, im Batman den Pinguin gespielt. Könnt ihr noch erinnern? Also, der hat Charisma und so, das meine ich damit. Ist egal,
ob da was schief hängt und da was ist. Ihr werdet euch sexy fühlen und das wird ankommen. Und ihr werdet mehr rausgehen. Ja, also meines Erachtens wird 2023 wird ein Jahr werden, wo man euch überall sieht. Ach, du auch hier. Jupp. Hier bist du ja, ja, hier bin ich auch. Also du gehst raus, 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 raus. Du könntest reisen, du könntest vielleicht auch hier, weil wir die Masse haben, vielleicht sprichst du auch vor vielen Menschen. Ja, das kann natürlich sein, wenn du auf der Bühne stehst. Oder wenn du Redner bist oder vielleicht ein Coach, der vor vielen Menschen, also Motivationscoach, denn das könnt ihr auch. Ihr seid super im Motivieren, so dieses zack, 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 drill, 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 auf und zwei und drei. Das habt ihr drauf. Andere Leute motivieren, das könnt ihr wahnsinnig gut, ja? Wir schauen mal, was die weitere Karte sagt. Servant, oh mein Schatz. Das ist ja witzig, weil diese Karte steht natürlich auch dafür, dass man auch immer so selbstlos ist, Selbstlosigkeit. Das ist ja, Servant ist der Dienst am Menschen. Du möchtest Liebe, Liebe verbreiten, ja? Du möchtest Liebe und Heilung und Licht und Glück verbreiten. Und der Grund, warum du das tun möchtest, egal wo du bist, ich sag ja, ob du Regale aufräumst oder ob du 20.000 Menschen motivierst, ist völlig egal. Du möchtest Liebe, Freude, Licht und Glück verbreiten, weil du das selbst plötzlich endlich wieder fühlst oder zum ersten Mal fühlst. Ja? Und das wird ankommen. Du möchtest für die Menschen etwas tun, du möchtest für die Masse etwas tun, das wirst du auch. Du wirst scheinbar Dinge hier, the Innovator, du wirst scheinbar Dinge erfinden, ob es Dienstleistungen sind, Produkte sind. Ich weiß nicht, was du tust, Mensch, Schatz. Du wirst irgendwas tun, was ganz vielen Menschen zugute kommt. Sehr, sehr, sehr vielen Menschen kommt es zugute. Und du wirst die Menschen damit auch heilen, ob es Musik ist. Musik hat etwas Heilendes. Oder ob du etwas aufnimmst, was die Leute sich anhören können, oder etwas schreibst, was die Menschen sich durchlesen können, oder ob du auf YouTube oder Instagram oder TikTok, ob du zu den Menschen sprichst und das wird die Menschen heilen, ja? Also was immer du hier tust, du wirst etwas für die Masse, für die Menschen, für die Welt tun. Wirklich, ja? Ob es im Kleinen ist, mikrokosmisch, bei dir zu Hause die Familie ist oder deine Kollegen oder dein Umfeld oder im Großen, beruflich, World Wide Web. Also ich sehe, liebe Schützen, ihr werdet Großes vollbringen. Ihr werdet wirklich Großes vollbringen und entweder startet, wenn ihr schon mittendrin seid, dann startet ihr ab Frühjahr durch oder das Ganze beginnt erst im Frühjahr. Und deshalb noch einmal der Rat an euch. Ihr sollt jetzt aufräumen, was immer aufgeräumt werden soll. Ja, Finanzen in den Griff bekommen, aufräumen, das Zuhause aufräumen, ausmisten, umstellen, wegschmeißen, neu kaufen oder anbringen, installieren, reparieren. Ihr selber, ob ihr Sport machen wollt oder neue Kleidung oder ein Umstyling machen wollt, die Freundesliste, alles. Alles, die Ernährung, ist völlig wurscht, völlig egal. Ihr sollt jetzt überall, in allen Bereichen eures Lebens aufräumen, denn das, was hier auf euch wartet, erfordert eure komplette Aufmerksamkeit. Komplett. Okay? Also hier, ihr werdet tun, 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 tun und machen, tun und machen, tun und machen. Aber ihr werdet es lieben und es wird euch Heilung bringen. Und ihr seid ja der verwundete Heiler, Chiron. Chiron ist das Zeichen des Schützen. Ihr seid die verwundeten Heiler, die anderen Menschen. Deshalb habt ihr das drauf. Deshalb habt ihr das Heilen und das Lehren, das Coachen, das andere motivieren, anderen Menschen Dinge beibringen, die Lehre beibringen. Ihr seid, ich sag so, ihr seid Aristoteles, ihr seid Plato, ihr seid, wie sie nicht alle heißen. Ihr werdet, ob es die Philosophie ist, Glaubensrichtungen, Glaubenssätze, ihr werdet viel tun für die Menschen und das wird viel von euch fordern. Deshalb ist es wichtig, dass ihr vorher in eurem Leben aufgeräumt habt, solange ihr noch die Zeit dazu habt, okay? Jetzt werden wir anfangen zu klären, mein Schatz. Und dazu nehme ich jetzt die diversen Karten. Lass mal ganz kurz hier die hier nehmen.
Ich möchte jetzt mal auf die Heilung legen, ja? Und auch hier, weil ich sehe, die Zeiten, wo ihr euch aufgeopfert habt, ne, so Mönche und Nonnen, die sind ja selbstlos, die opfern sich, die opfern ihr ganzes Leben auf, wenn du so willst, ja? An irgendwas oder irgendwen, kann eine Familie sein oder, aber die vergessen sich dabei. Und das ist etwas, das ist nicht in Ordnung, ja? Die Vorsicht ist natürlich klar, weil wir sind hier. Wir haben es in Kopflage. Negative judgment of the physical world, excess, also es ist wichtig, dass sie hier nicht so einen auf, das ist nur die Schattenseite, das ist nur eine Warnung, mein Schatz. Das habe ich bei allen Sternzeichen, ist immer irgendeine Warnung dabei. Ihr seid ja keine Ausnahme. Und die einzige Warnung ist dann Hochmut, dass ihr anfangt vielleicht in dem Augenblick, wo es euch gut geht, dass ihr anfangt, hochmütig zu werden. Ne? Wie gesagt, wie heißt der Spruch? Hochmut kommt vor dem Fall. Okay? Und das ist die einzige Vorsicht, dass ihr dann nicht hochmütig werdet, weil plötzlich bei euch hier alles so tschak, ding, 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 katsching, katsching, alles läuft plötzlich. Ja? Erfolg, Geld, alle finden euch toll, klasse, ihr seid geheilt, ihr seht toll aus. Und da werden wir ganz schnell hochmütig. Also Bescheidenheit ist hier auch wichtig, denn ihr wisst ja, Nonnen und Mönche gelten als bescheiden. Und weil wir die Karte in Kopflage haben, bedeutet es, dass hier ganz, ganz schnell der Pfad der Bescheidenheit auch mal verloren geht. Aber das hatte ich auch bei den Jungfrauen, hatte ich dasselbe, bei vielen anderen Sternzeichen auch, okay? Also, dass man nicht abhebt, ne? Man sollte nicht abheben. Es ist wichtig, be humble, aber tu auch nicht so, als ob du humble, also humble heißt, wie nennt sich das, im bescheiden, sei bescheiden, bleibe bescheiden, aber tu auch nicht so, als ob du bescheiden wärst. Also du sollst Bescheidenheit nicht spielen, sondern du sollst Bescheidenheit fühlen. Ganz, ganz wichtig. Denk dran, wir haben Karma. Wir kreieren alle unser Karma. Okay? Wenn wir anderen eine Show spielen, den anderen können wir es vormachen, im Universum nicht. Ja? Also, auf dich kommen wunderschöne Sachen, eine Mega-Transformation, wirklich mega, wo die Dinge endlich wie so eine Dampflok, die langsam. Weißt du, wo du richtig merkst, boah, ne, alle Bereiche nehmen jetzt Fahrt auf, endlich. Ne, bist nicht so Hamster im Rad, der ständig nur strampelt und dann das bleibt aber an einer Stelle hängen. Aber bleibe bescheiden dabei, Schatz, okay? Be humble. Und habe auch immer hier den Blick aufs Ganze. Also das, was du tust, tu es auch. Das hatte ich bei den Jungfrauen. Vielleicht hast du Jungfrauen in der Chart, ja? Also das hatte ich hier, habe ich auch hier jetzt bei den Schützen. Dass man bescheiden bleibt und dass man auch das, was man tut, für die Menschen tut. Nicht nur sich selbst, ja? So nur ich, ne? Und das ist wichtig. Ihr wisst, wie das ist. Erfolg kann einem ganz schnell zu Kopf steigen. Und deshalb müssen wir bescheiden bleiben. Oh, viertes Haus. Oh, einige, die Schützen in der Chart haben, werden umziehen oder ihr Zuhause erweitern. Das kann auch für die Familie stehen. Also entweder ziehst du um oder du wirst, wir haben hier Krebs, könnte für dich auch eine Rolle spielen. Vielleicht hast du selber Krebs in deiner Chart. Ihr wollt ja auch fragen, was geheilt wird. Und geheilt wird die Familie. Vielleicht hast du da Krisen gehabt mit Kindern, Eltern, Familienmitgliedern etc. pp. Aber auch mit dem Umfeld, vielleicht auch mit den Nachbarn, Probleme, mit wem auch immer. Aber das Zuhause wird auch geheilt. Also sprich, vielleicht fühlst du dich da, wo du bist, nicht wohl. Vielleicht, ich weiß es nicht, musst du irgendwelche Verschönerungen, irgendwas umorganisieren. Flower steht ja auch für Schönheit, Blüte. Vielleicht möchtest du dein Haus oder deine Wohnung verschönern, damit du dich wohler fühlst. Und das wirst du auch tun, das sehe ich, ja. Also alles, was mit dem vierten Haus zu tun hat, ist in Heilung. Das vierte Haus ist auch die Mutter. Vielleicht gab es da Probleme. Vielleicht gab es da Schwierigkeiten und auch das wird heilen. Also wenn es hier Schwierigkeiten gab mit der Mutter oder die Mutter hat Probleme gehabt, gesundheitliche Probleme, dann habe ich hier, das ist in Heilung. Vielleicht hast du dir Sorgen gemacht. Vielleicht musstest du dich richtig aufopfern. Vielleicht ist irgendwas mit deiner Mama passiert und dann musstest du viel tun. Gesundheitliche Themen, dass du dir Sorgen gemacht hast und so.
Aber das ist denn Heilung. Also hier, die Tränen werden weggewischt. Okay? Du wirst sehen, wenn es deine Mama betrifft, das ist jetzt für alle, die hier in der Reisegruppe sind, wenn es deine Mama betrifft, dann sehe ich, dass ab März, April wird sie aufblühen. Dann wird es deiner Mama richtig gut gehen. Richtig gut. Die blüht auf. Okay? Gehen wir wieder weg von Thema Mama. Wenn es hier mit deinem Zuhause ist, also Probleme hast, du fühlst dich da nicht wohl, du willst umziehen, aber das Geld hat dir gefehlt oder du wusstest nicht, wie du umziehen kannst, das wird sich ändern. Und das kann dafür stehen, dass du Leute haben wirst, die dich unterstützen. Entweder unterstützen, sprich, ob es jetzt das Interieur ist, also wenn du zum Beispiel im Innenraum oder die von der Innenausstattung her etwas verändern willst, aber du weißt nicht, wie man Löcher bohrt, du weißt nicht, wie man Bilder aufhängt oder dieses und jenes, dann habe ich, entweder wirst du Leute engagieren, die das für dich tun, oder du wirst Freunde, Bekannte, Verwandte haben, Nachbarn haben, die dir dabei helfen. Und das Gleiche gilt auch für einen Umzug. Falls du planst und hoffst, dass du endlich umziehen kannst, weil du dich da, wo du bist, nicht wohlfühlst, ja, das Gefühl, es schadet dir, das Umfeld ist toxisch, die Menschen sind toxisch, dir gefällt es dort nicht, aber du brauchst Unterstützung, finanzielle Unterstützung, dann habe ich hier, guck mal, das hier, eine Gruppe von Menschen wird dir helfen, wer immer das auch ist, ja. Und dann solltest du dich auch informieren und organisieren. Also, don't stay stuck. Also bleib nicht in deiner Situation festhängen, sondern hol dir auch Hilfe. Das ist auch der Rat an dich, dir bitte Hilfe zu holen und Informationen zu holen, okay? Lass mich mal weiterschauen. Auch mit dem Auto kann irgendwas sein. Das Auto könnte auch repariert werden. Vielleicht lag es lange brach oder du hast ständig Probleme gehabt mit dem Auto. Auch das wird repariert werden. Es kann sein, dass du vielleicht irgendwelche Ersatzteile aus dem Ausland brauchst und die konnten bisher nicht geliefert werden und dein liebstes Auto braucht eben ein bestimmtes Ersatzteil, das es eben, wie gesagt, nur irgendwo gibt, aber nicht in dem Land, wo du bist. Dann auch das wirst du geregelt bekommen. Spätestens hier, Frühling, ja, ab Frühling wirst du endlich zu diesem Ersatzteil kommen, um dein Auto wieder reparieren zu lassen, okay? Oh mein Schatz, Five of Cups, crying over spilled milk. Und natürlich einige, ich sag nicht alle, okay? Aber du könntest es entweder mit jemandem zu tun haben, der Probleme hat, die Probleme hat mit Sucht, Süchten. Das heißt, erst in erster Linie, weil hier, guck mal, gluck, 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 ne? Entweder hast du es mit jemandem zu tun, es kann ein Partner, Partnerin sein, kann ein Familienmitglied sein, wer auch immer. Oder du selber, okay? Das musst du eben auf deine Situation münzen. Ihr steckt alle in den unterschiedlichsten Situationen. Vielleicht hat die Krise dich dazu gebracht oder irgendetwas, was in deinem Leben passiert ist. Ja, ohne dass du es gemerkt hast, ein Glas Wein, nächsten Tag wieder ein Glas Wein, und bums, bist du, Fallera, bist du drin. Und das wird heilen. Also, ich gehe dann noch auf andere Themen. Aber wenn hier irgendjemand, ob du oder eine dir nahestehende Person, Probleme hat oder hatte mit Rauschmittel, sei es zum Beispiel Alkohol, oder kann auch rauchen sein, kann kiffen sein, alles Mögliche. Wenn es hier aber Suchtproblematiken gab oder noch gibt, sehe ich auch hier Heilung. Entweder besuchst du eine Klinik, kann eine Entzugsklinik sein, oder du holst dir Hilfe, dass du hier Unterstützung hast. Das kann eine Selbsthilfegruppe sein, das kann ein Team von Experten sein und, okay? So, jetzt gehen wir wieder weg davon. Für alle, die jetzt keine Suchtproblematik haben, weder bei sich selbst noch mit anderen, dann kann es dafür stehen, dass du vielleicht eine ganze Weile ein bisschen in Selbstmitleid versunken bist. Ja, auch das kann dich natürlich auch zum Trinken gebracht haben. So dieses, ich armes Würstchen, Ne, ich lache dich nicht aus. Na, nicht, dass du denkst, das ist jetzt, ich mache mich über dich lustig, das meine ich nicht. Aber das scheint dir selber auch auf den Geist gegangen zu sein, dass du eine Weile vielleicht vor lauter Wald die Bäume nicht mehr gesehen hast, dass du das Gefühl hattest, ich strampel mir hier einen ab, was immer ich versuche, alles geht schief, nichts geht voran,
Denk an das Fahrrad, das stehen bleibt, ja, wo du nicht vorankommst. Nichts wächst, immer kommt irgendwas dazwischen und dann verfällt man ganz, ganz schnell in Selbstmitleid, okay? Und dann bist du stuck. Also du stehst dann, hängst dann fest in einer Situation, auch in der Art und Weise, wie du die Dinge siehst, ja? Und dann so schwarzmalerisch. Und weil hier steht auch dafür, dass man dann alles hier, negative judgment of the physical world, okay? Alles ist doof, alle sind doof, alles ist shit, alles ist scheiße und Liebe ist scheiße, Menschen sind scheiße, Freundschaft ist alles scheiße, ja? Und wo du ganz, ganz viel Schwarzmalerei betrieben hast. Einige von euch sind da schon raus und andere von euch kommen da jetzt raus. Dieses Crying over spilled milk, also über diese umgeworfenen Kelche, umgeworfenen Milchwein, nimmt ein Ende. In der klassischen, guck mal, hier haben wir es genau das Gegenteil. Guck mal, hier ist es sogar noch besser. In dem klassischen Tarot sehen wir drei umgeworfene Kelche und zwei stehen noch. Aber der Mann, der guckt auf die umgeworfenen Kelche und hinter ihm stehen aber noch zwei. Anstatt auf die Stehenden zu gucken, weint er über die drei Umgeworfenen. Um die zwei Umgeworfenen. Und ach so, nee, hier haben wir sie. Guck mal hier, da sind sie. Die drei. Drei umgeworfenen Kelche und hier trinkt man draus. Und du wirst auch anfangen, endlich deine Chancen zu nutzen. Du hast es begriffen. Weil hier sehen wir denn, guck mal, hier sehen wir zwei Männer sogar. Guck hier, die drei, die sind so, hier. Und die zwei trinken ganz genüsslich daraus. Also, denn im klassischen Tarot, da guckt er nur auf die drei Umgeworfenen, aber dreht sich nicht um, um die zwei Stehenden zu sehen. Hier trinkt der Mann schon draus. Das bedeutet, du hast es schon unlängst für dich erkannt. Und dadurch, dass du schon draus trinkst, bedeutet oder sagt mir, dass du es bereits angehst. Also, über 80, 90% für alle, die hier zuschauen, sind schon am Anpacken. Sind schon mittendrin. Das heißt, ich erzähle dir gerade Dinge, die du sowieso schon weißt. Weil du da dich mittendrin befindest. Und was du noch wissen willst, ist jetzt, ob es erfolgreich wird. Und ich habe hier ein ganz klares Ja. Pow. Ja? Elftes Haus. Im Tarot steht das für den Stern. The Star. Stern. Und du wirst es schaffen. Ist die Wunscherfüllung, okay? Lass uns weiterklären. Was kriegen wir noch an Informationen? The Knight of Wands, guck mal, das ist eure Karte, das ist der Ritter der Stäbe, das ist eure Karte, das ist die Schützekarte. Natürlich auch Löwe und Widder, aber der Ritter der Stäbe ist eure Karte, das ist die Schützekarte. Ihr selbst seid herausgekommen. Ihr befreit euch. Guck mal hier, so wie so ein Bondage. Guck. Kasteiung. Kasteiung. Selbstkasteiung. Das kennt man ja. Früher von den Mönchen, von den Nonnen. Kennt ihr dieses Selbstkasteiung? Die haben sich auch so. Die haben sich auch richtig hier mit irgendwelchen. Wie nennt sich das? Komm jetzt nicht auf den Namen. Kennt ihr noch aus diesen alten Filmen? Oder Im Namen der Rose? Kennt ihr bestimmt auch dieser alte Film? Wo die sich da selbst kasteit haben. Und das hast du getan. Du hast dich scheinbar selbst kasteit oder hast dich kasteien lassen. Okay? Vielleicht hast du niemanden mehr an dich rangelassen. Weder emotional, auch sexuell nicht mehr. Also auch das wird sich verändern. Ihr werdet offener sein, lasziver sein. Ihr werdet sehr sexy sein. Muss ich euch wirklich lassen, liebe Schützen? In nächster Zeit werdet ihr sehr lustvoll sein, auch wieder Lust haben auf Sex, ja? Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, aber auch wenn ihr nicht in einer Partnerschaft seid. Sag ja, die Libido, die könnte vielleicht ja, ein bisschen brachgelegen haben. Ich sag ja, ihr werdet euch wieder sexy fühlen, ihr habt wieder Lust auch sexier zu sein. Hier haben wir einen Stiefel, ja? Gut möglich, dass ihr, wenn ihr in einer Partnerschaft seid, auch neue Dinge ausprobiert, ja, auch sexuell. Vielleicht war es da ein bisschen langweilig in letzter Zeit, okay? Also ihr werdet euch auch hier innerhalb der Partnerschaft, werdet ihr euch sehr transformieren, experimentell werden. Die Ritter stehen immer für Veränderungen und ich habe hier schnelle Veränderungen, denn die Stäbe sind die schnellsten, okay? Die Münzen sind die langsamsten und die Stäbe die schnellsten. Also
sehr schnelle Veränderungen. Und diese Karte, die Ritter der Stäbe, ist auch die Karte der Reisen, des Reisens, aber auch des Umzuges. Also, liebe Schützen oder alle, die Schütze in der Chart haben, ihr werdet auf jeden Fall endlich den Umzug vollziehen können, den ihr vollziehen möcht. Oder wenn ihr umgezogen seid und eure Wohnung oder euer Haus ist immer noch so auf 7:30 nicht fertig, jetzt endlich wird es fertiggestellt. Und entweder holt ihr euch Hilfe, die ihr bezahlt, oder es wird Menschen geben, die euch helfen, wenn ihr sie fragt. Okay? Lass mich ganz kurz noch channeln. Wir haben zweimal den Mond. Hier haben wir den Mond, da haben wir die Mondzyklen. Und Mond, viertes Haus, ist Krebs auch noch, ja? Ist das nicht witzig? Krebs steht für Mond, also in der Astrologie. Hier haben wir die Mondzyklen und hier haben wir einen Riesenmond. Also bei euch, und dann haben wir hier Healing, die Heilung. Bei euch geht es ganz viel um eure Seele, um das Ich, um das Selbst. Die Selbstheilung kommt hier ganz stark durch. Ihr habt euch schon lange nicht mehr lebendig gefühlt, ja? So ein bisschen wie lebendig begraben gefühlt. Sag ja so, euer Leben robotisch, automatisiert, ne? So ganz, so automatisch gelebt, wie ein Eremit, innerlich eingesperrt, euch richtig kasteit. Ihr wart nicht mehr frei, eure Gedanken waren nicht frei. Kennt es doch, von wem ist das denn? Ah, ist es von Erich Fromm? Dieses, die Gedanken sind frei. Das solltest du dir mal, diese Poesie, lies dir das mal durch, ja? Kleine Hausaufgabe an dich. Die Gedanken sind frei. Und da gibt es auch einen Song von Mia. Da singt sie auch, die Gedanken sind frei. Kannst du dir auch mal anhören. Ich weiß jetzt leider nicht, wie der Song heißt. Falls es jemand weiß, keine Links posten bitte, aber du kannst den Text hier unten posten. Die Gedanken sind frei. Da gibt es einen Text, wo sie dann, ich glaube, sie singt auch einen Teil dieser Poesie, dieser Lyrik. Ich glaube, es ist von Erich Fromm, wenn ich mich nicht ganz irre. Und da kommt eben dieser Teil dran, die Gedanken sind frei. Und das war bei dir nicht der Fall. Obwohl ihr Freidenker seid, für euch stehen die Gedanken, das neunte Haus, ja, die Glaubenssätze, die waren nicht frei. Die waren hier eingesperrt, du warst wie eingesperrt, im Kopf eingesperrt. Und einige von euch könnten sogar gehofft haben, dass wenn sie dann irgendwas nehmen, irgendwelche Rauschmittel nehmen, dass dann vielleicht war es die einzige Möglichkeit, um den Kopf frei zu kriegen. Weil ihr dieses... Na, stell dir vor, das wäre dein Gehirn. Ja? Dein Gehirn war wie so eingesperrt. Und das, ihr werdet die Ketten sprengen im Kopf. Und plötzlich seid ihr neu, ganz neu. Ihr habt neue Ideen, neue Glaubenssätze, habe ich ja schon gesagt. Neue Dinge, die ihr unternehmen wollt. Das ist wirklich sehr schön, mein Schatz. Das ist ganz, ganz toll. Lass uns mal in der Liebe kurz schauen. Denn da wollt ihr auch wissen, was da los ist. Das heißt jetzt, jene, die Single sind, jene, die in Partnerschaft sind oder halt so schwierige On-Off-Geschichten haben oder vielleicht hast du jemanden, den du begehrst, die du begehrst, aber irgendwie könnt ihr nicht zusammenkommen, warum auch immer, ja? Also, weil, weiß ich nicht, vielleicht ist jemand noch vergeben oder du bist noch vergeben oder andere haben was dagegen. Ich schaue jetzt mal in der Liebe. Da haben wir zwei bekommen, die nehmen wir auch. Okay, einige von euch sind in Dreiecksgeschichten, mein Schatz. Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Deine Selbstachtung, Liebe zuerst dich selbst. Das sind wir schon wieder in der Selbstliebe. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Also, hier habe ich jetzt mehrere Szenarien. Und du bitte münze das Szenario auf dich, in dem du dich gerade befindest. Für alle, die vergeben sind, entweder hast du hier eine Show abgezogen, habe ich ja gerade gesagt, weil du, ja, einfach automatisierst, du warst nicht frei, du konntest einfach nicht frei denken und du hast einfach, ja, die Beziehung einfach gelebt, ohne sie wirklich zu leben und zu spüren. Vielleicht liebst du deinen Partner, deine Partnerin schon seit langem nicht mehr oder du fühlst dich ungeliebt, du hast das Gefühl, da ist die Luft raus. Aber wenn dem so ist, dann habe ich... Dadurch, dass du dich änderst, wirst du auch wieder neues Feuer
gerade im sexuellen Bereich, neues Feuer reinbringen. Oder du räumst auf, habe ich ja auch gesagt. Einige von euch räumen sogar in Partnerschaften auf. Das kann heißen, für einige, nicht für alle, für einige, wenn du die Partnerschaft satt hast und du bist unglücklich, du hast bisher wirklich hier eine Maske getragen, du hast einfach nur dein Ding abgezogen und du hast vielleicht, bist du nicht rausgegangen oder hast die Sache nicht beendet, weil du dachtest, na, bin ich alleine, wer will mich denn schon? Ja? Das wird sich ändern, weil du bald eine ganz andere Sicht von dir selbst hast und mehr in die Selbstliebe kommst, hier, die Heilung der Seele, the mind, die Heilung deiner Einstellung, deiner Gedanken, weil sich das ändern wird, wirst du auch hier aufräumen. Entweder wirst du dich hinsetzen und mit dem Partner, mit der Partnerin reden und sagen, das kann so nicht weitergehen, wir müssen hier ein bisschen Pep reinbringen, ja, da ist irgendwie die Luft raus. Oder das ist mir alles so unecht geworden. Ich brauche mehr Action in unserer Partnerschaft. Oder ihr räumt auf. Das ist dann dir freigestellt. Das hängt natürlich von deiner persönlichen Situation auch ab. Okay? Wieder andere, die Single sind. Der Grund, warum du Single bist, ist, weil du die ganze Zeit nicht glauben kannst, dass die was von dir wollen, dass die dich wirklich wollen. Und der Grund ist Selbstliebe. Das bedeutet, selbst wenn Interessenten da waren, selbst wenn es Frauen oder Männer gab, die an dir interessiert waren, hast du es nicht für bare Münze genommen. Du hast die ganze Zeit gedacht, ach, ist doch alles nur Täuschung, ach, das ist, was wollen die denn mit mir? Oder, also du hast es nicht ernst genommen und du hast geglaubt, dass alle nur, ja, verarschen wollen, dir nicht die Wahrheit sagen oder aus irgendwelchen Gründen mit dir zusammen sind, weil du dich nicht selbst genug geliebt hast, weil du deinen eigenen Wert nicht gesehen hast, also sprich, für dich nicht erkannt hast, dass du so wie du bist gut bist und dass du so wie du bist schön bist und sexy bist. Und dass es nichts damit zu tun hat, ob du Status hast, ob du Geld hast oder was immer du auch hast, sondern die waren an dir, an der Person interessiert. Aber das konntest du bisher nicht sehen, weil du dich selbst nicht so gesehen hast. Also sprich, jeder, der ankam oder ankommt, hast du bisher für fake gehalten. Alles nur fake. Ach, der ist fake, die ist fake. Alles nur fake. Alles fake. Es fällt dir schwer, anzuerkennen und anzunehmen, dass jemand dich wirklich wollen kann. Dich wollen kann. So wie du bist. Okay? Da kommt mir das Lied von Barry White. Love you just the way you are. Wie geht es nochmal? So ein bisschen schief jetzt, weil ich die Melodie nicht mehr im Kopf habe. Vielleicht kann das hier auch jemand posten. Nur den Text, keine Links von Barry White. I love you just the way you are. Wunderschöner Song aus den 70ern, glaube ich sogar. Oder Ende 70er, Anfang 80er. I love you just the way you are. Also er singt da, ich liebe dich genauso, wie du bist. Und das mir fällt auch gerade ein, das ist ein Satz, den gibt es bei Bridget Jones in Teil 1. Da sagt der Anwalt zu ihr, der so ein bisschen Stock im Po hat, sagt er zu ihr, ich mag sie genauso, wie sie sind. Und sie sitzt da mit ihren Freunden und trinkt dann ein. Und dann sagen die Freunde, das hat er wirklich zu dir gesagt? Er mag dich genauso, wie du bist. Er mag mich genauso, wie ich bin. Und genau das ist es. Und das konntest du bisher nicht annehmen. Vielleicht haben dir Männer oder Frauen Komplimente gemacht. Vielleicht sind sie dir hinterhergerannt. Aber du nimmst das nicht ernst. Und du glaubst, das ist alles fake. Alles fake. Die sind entweder nur hinter dem her oder also die wollen nur das von mir, die wollen nur das von mir, weil du dich einfach nicht als jemand Besonderen gesehen hast. Aber das wird sich ändern, mein Schatz. Sag ja, du wirst dich sexier fühlen, du wirst langsam deinen inneren eigenen Wert erkennen, anerkennen, ja? Was immer bisher deine Marotte ist, oder vielleicht fühlst du dich zu klein, zu dick, zu dünn, zu groß, zu alt, zu jung, ich weiß es nicht. Zu arm, zu reich, I don't know. Und das hört auf. Denn ich sag ja, hier haben wir eine Transformation der Seele. Etwas heilt in dir und auf einmal, ne, so dieses
I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it, ja. Und es spielt keine Rolle, wie viel du wiegst oder nicht und wie du aussiehst, wie alt du bist, was du besitzt, was davon rede ich nicht. Davon rede ich nicht. Sondern dass so wie du bist, just the way you are, dass du endlich anerkennen wirst, dass wenn jemand Interesse an dir hat, dass er oder sie dich wirklich so will, wie du bist. Genau so, okay? Das wird sich ändern. Und dann hast du auch die Möglichkeit, endlich in einer Partnerschaft, wenn du jemanden suchst, auch glücklich zu werden, weil du es endlich annehmen kannst, okay? In Dreiecksgeschichten, ja, da ist natürlich, das ist eine ganz klassische Aussage, das kennen wir alle. Also wenn du mit jemandem was laufen hast und die Person ist noch vergeben oder andersherum, du bist vergeben, aber du bist an jemand anderem interessiert, dann wirst du scheinbar jetzt eine Entscheidung treffen. Das werde ich jetzt gleich klären, wenn du zwischen zwei Stühlen stehst. Also wenn du zum Beispiel noch in irgendeiner Partnerschaft bist, aber du möchtest eigentlich jemand anderen oder hast für jemand anderes Gefühle entwickelt, dann wirst du jetzt das Thema konkretisieren und angehen und aufräumen. Organisiere dein Leben für Erfolg, weil du einfach merkst, hier, du hast dich kasteit. Du hast dich wirklich kasteit in dieser Partnerschaft. Du hast nicht das gelebt, was du leben wolltest oder nicht mit der Person, die du leben wolltest. Und das Gleiche kann auch andersherum sein. Du wirst oder könntest bald erleben, dass die Person, die bisher zu Hause eine Maske getragen hat, von der du weißt, dass er oder sie eine Maske getragen hat bisher zu Hause, dass man die jetzt ablegen wird, diese Maske. Und dass man aufräumen wird und dass man endlich geordnete Verhältnisse haben möchte. Das werde ich jetzt näher klären. In der Liebe. Gucken wir gleich, mein Schatz, ja? Was da noch herauskommt. Oh, guck mal, ein Wagnis eingehen. Und das Witzige ist, guck mal, hier hat sich auch The Fool gezeigt, ja? Hier, The Fool. Oh, mein Schatz, hier geht man ein Wagnis ein, hier geht man ein Risiko ein. Ich sag ja, der Ritter der Stäbe, das steht für auch richtig so. Ihr geht richtig volle Kraft voraus, ne? Weil das, ihr habt euch in, ich weiß nicht wie lange schon, untypisch Schütze verhalten. Schütze sind mutig, Freigeister, sie lieben die Freiheit. Wenn sie was wollen, dann ist es ihnen schitte egal, rechts oder links oder was die Leute denken, die holen sich das. Aber das wart ihr nicht mehr. Ihr wart keine typischen Schützen mehr. Ihr habt euch angepasst, klein beigegeben, nur geopfert für das, was die anderen brauchen, für jemand anderes geopfert. Vielleicht wurde, dann kann ich es verstehen, vielleicht wurde jemand auch krank in der Familie und ihr musstet helfen, finanziell helfen oder für jemanden da sein, ja? Aber ihr habt nicht, schon lange nicht mehr euch selbst gelebt, weil ihr seid lustig und frei und voller Action und reist und Genüche und Genüche. Genüsse und so ein bisschen hedonistisch veranlagt, aber nichts davon habt ihr gelebt. Ihr habt eigentlich wie ein Steinbock oder wie eine Jungfrau gelebt, so völlig zurückgezogen, nur den Dienst am Menschen, sich selbst aufgeopfert, sich selber nichts mehr gegönnt. Das hört jetzt auf. Das hört jetzt auf. Ihr geht aus euch raus. Ihr werdet jetzt wieder die Alten. Ihr werdet jetzt richtig Schütze, Schütze, Schütze. Aber so richtig Schütze. Guck mal, eure Karte kam raus. Ihr werdet wieder die richtigen Schützen werden, ja? Die ihr sonst auch wart und seid. Ja, eine Person könnte euch unterdrückt haben. Eine Person könnte euch manipuliert haben. Innerhalb der Partnerschaft. Da kann es die Ex-Frau sein, der Ex-Mann sein oder die Noch-Frau, Noch-Partnerin. Ja? Eine Mutterfigur hat euch lange Zeit manipuliert. Eine Mutterfigur kann die eigentliche Mutter sein, kann aber auch eine ältere Schwester sein. Okay? Weil das eine allgemeine Legung ist, kann es auch
ein älterer Freund, eine ältere Freundin sein. Ich hab hier starke Manipulation. Und zwar sehr lange schon. Ich habe dich lange Zeit manipulieren lassen. Auch so ein bisschen Brainwash. Habt ihr ein bisschen Brainwash gehabt und deshalb habt ihr euch verloren. Ihr wart keine typischen Schützen mehr. Aber alles das hört auf. Bei wieder anderen habe ich, kann es genau das Gegenteil sein. Gut möglich, dass ihr endlich mit einer Person ein Wagnis eingeht. Diese Person könnte ein bisschen älter sein als du oder andersherum. Weil ich habe hier einen Altersunterschied, ja? Kann eine Rolle spielen. Muss nicht, kann aber. Vielleicht habt ihr euch nicht getraut, aber jetzt werdet ihr risikofreudiger. Vielleicht wollt ihr es wissen. Vielleicht reizt euch etwas, weil die Schlange, die ist auch sehr sexy. Die ist verführerisch, ja? Schlange. Very sexy, verführerisch. Aber bisher habt ihr vielleicht Angst gehabt oder habt eine Maske getragen, habt die Gefühle nicht gezeigt. Vielleicht konntet ihr die Gefühle dieser Person nicht zeigen. Ist egal, ob Mann oder Frau. Das kann jetzt hier die Person sein, auf die ihr abfahrt, aber irgendwie habt ihr einen riesen Respekt vor dieser Person oder die Person ist sehr selbstbewusst und, ne? Und das hat euch eingeschüchtert, was untypisch für Schütze ist, ja? Aber ich habe hier, entweder wird euch diese Person motivieren, mehr aus euch herauszugehen, wagemutiger zu werden, wieder risikofreudiger zu werden, was ihr von eurer Natur aus ja auch seid. Oder ihr seid diejenigen, welchen, denn denkt daran, ich habe ihr gesagt, denke nie gedacht haben, denke nie Gedanken, ist gedankenlos, denke daran, was ich am Anfang gesagt habe, ihr seid auch die geborenen Motivatoren. Das heißt, in der Liebe könntet ihr auch jemanden motivieren und sagen, jetzt lass du mal die Maske fallen, steh doch mal dazu, steh zu uns, steh zu mir oder steh zu dir oder sag doch mal was, setz dich durch. Also, es kann vice versa sein, okay? Entweder wirst du manipuliert von einer Person, von der du dich befreist, oder eine Person wird dich dazu motivieren, endlich in der Liebe ein Wagnis einzugehen, ne? So dieses, komm jetzt, trau dich doch, worauf wartest du und leb dein Leben, wovor hast du Angst, sei frei, ne? Oder, wie gesagt, diese Person, vor der hast du die ganze Zeit Schiss gehabt und jetzt sagst du so, jetzt, ich ziehe sie jetzt durch, ja? Aber nicht Schiss, weil sie dir Angst gemacht hat, er oder sie, sondern, ja, weil du das Gefühl hattest, diese Person ist wer, okay? Und das hat dich ein bisschen eingeschüchtert, aber jetzt gehst du volle Kraft voraus. Lass uns weiter schauen. Ja, und da haben wir es wieder. Lass mal die zweite gucken. Zweimal Maske. Wie sagt man im Englischen? I can't make this shit up. sowas kann man sich nicht ausdenken. Das ist hier, mehr Bestätigung geht nicht mehr. Ja? I can't make this shit up. Also, das bedeutet, einige von euch stehen zwischen zwei Stühlen oder du hast es mit einem Mann, mit einer Frau zu tun, der oder die zwischen zwei Stühlen steht und jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Und diese Entscheidung hat man ewig vor sich hergeschoben. Ganz besonders für alle, die in der Dreiecksgeschichte sind oder wenn du jemanden hast, den du toll findest und die Person ist zwischen zwei Stühlen, muss nicht verheiratet sein, die müssen auch nicht zusammenleben. Aber eine Ex könnte hier eine Rolle spielen, die immer wieder zurück will, der immer wieder zurück will. Einfach zwischen zwei Leuten. Bei einigen von euch ist es vielleicht sogar die Mutter oder der Vater, der oder die sich immer wieder einmischt. Und wenn du sagst, hey, entweder deine Mutter oder dein Vater oder ich. Ja, sag ja hier, Konditionierung, Manipulation, Maske, Brainwash. Hier wird man sich befreien. Also hier habe ich wirklich in der Befreiung. Definitiv. Hundertprozentig, mein Schatz. Hier wird sich jemand befreien. Ganz kurz hier. Die Show ist jetzt vorbei. Es ist vorbei. Hier, guck mal. Es kann sein, dass entweder bist du hier im Leben einer Person gewesen und bist wieder abgehauen. Entweder weil du Angst bekommen hast, Angst vor der eigenen Courage, ja, Angst vor dem eigenen Mut oder was, weil andere dich dazu manipuliert haben. Vielleicht, sage ich ja, mit einer Person könntest du Kontakt gehabt haben und dann so schnell, wie du da warst, so schnell warst du wieder weg. Oder andersherum. So schnell, wie die Person da war, so schnell war sie auch wieder weg.
Weil aber auch viel, ich habe hier viel, viel Einfluss von anderen. Hier haben sich viele Menschen, zu viele Menschen eingemischt. Oder ich sag ja, eine dritte Person, Ex, irgendeine Ex-Frau, Ex-Mann oder ein Nebenbuhler, eine Nebenbuhlerin hier war Konkurrenzkampf. Hier waren Konkurrenzkämpfe, definitiv. Ob du jetzt mit einer anderen Person konkurrieren musstest oder ob jemand anderes um dich kämpfen musste, weil du zwischen zwei Stühlen stehst. Okay. Können wir mal weiterschauen? Ganz kurz nochmal einen Schluck trinken, mein Schatz. Ich habe 008. 8 ist die Zahl der Macht. Also ich habe hier Aufstieg. Du wirst aufsteigen, mein Schatz. Du wirst definitiv aufsteigen. Was immer du hier am Machen bist, das wird sehr beliebt werden. Aber erst einmal musst du heilen und vor allen Dingen deine Einstellung wird sich verändern. In dem Augenblick, wo deine Einstellung sich verändert, verändert sich deine ganze gesamte Welt. Deine gesamte Welt wird umstrukturiert. Eigentlich kannst du sagen, es findet eine Umstrukturierung deines Gehirns statt. Es findet eine Umstrukturierung deiner Sicht der Dinge statt. Sei es jetzt, wie du die Dinge siehst. Hier, das ist ja hier. Negative Judgment of the Physical World. Alle sind scheiße. Alle außer Mutti sind scheiße. Ne? Also, das wird sich ändern. Und erst wenn sich das ändert und weil sich das ändert, ändert sich deine gesamte Welt. Und du kannst endlich den Erfolg haben, den du verdient hast. Ja? Ihr seid Schützen, verdammte Axt. Ihr habt Jupiter an eurer Seite. Jupiter ist euer Planet. Planet der Expansion, des Glückes. Ja? Frei sein. Mental frei. Ihr wart schon lange nicht mehr mental frei. Irgendjemand, sei es die Mutter, eine Schwester, Nebenbuhlerin oder die Ex-Frau oder die Noch-Frau, alles das auch in männlich. Vater oder Bruder oder Ex-Mann, Ex-Freund, Nebenbuhler, wie auch immer, hat hier eine große Rolle gespielt. Und man hat hier eine Show. Du könntest eine Show abgezogen haben, die könnten eine Show abgezogen haben oder alle zusammen. Alle haben hier eine Show abgezogen. Zweimal die Maske. Ich bitte dich, ja? Oh mein Gott. Solarplexus, das befindet sich, ja, da wo zwischen deinen Brüsten, kannst du sagen, ja, ein bisschen weiter unten, zwischen den Brüsten, da ist das Solarplexus und das steht für das Selbstbewusstsein. Ihr wart nicht mehr ihr selber. Und das war das, ja, durch Manipulation natürlich ganz viel, aber das war das, warum ihr das Gefühl hattet, hier in Selbstmitleid zu versinken. Ihr wart nicht mehr ihr selbst. Wer hat denn mit euch Brainwash betrieben, sag mal? Also entweder habt ihr selber Brainwash mit euch selbst getrieben, aber im negativen Sinne, oder jemand anderes hat euch das Gehirn gewaschen. Fertility, das ist die Herrscherin hier. Fruchtbarkeit. Uiuiuiui. Auch einige Schütze, weil ich habe hier ein Kind. Entweder spielen Kinder eine große Rolle oder einige von euch, die Kinder wollen, sei es Adoptivkinder oder auch selbst Kinder zeugen, da habe ich hier. Wenn du das nicht willst, musst du vorsichtig sein. Guck mal hier. All the eggs. Ne? Wir haben hier die Eggs und haben wir ein kleines Mädchen. Uiuiui. Schwangerschaft ist für euch auch in Sicht, okay? Also entweder werdet ihr hier jemanden schwängern oder jemand ist bereits geschwängert. Das ist natürlich für eine ganz bestimmte Reisegruppe oder ihr werdet schwanger. Okay? Für alle, die das wollen, wunderbar. Und auch hier gilt viel Manipulation. Okay? Vielleicht waren einige Leute dagegen, dass ihr ein Kind bekommt. Oder die Familie oder wer auch immer, ich habe hier Familie, könnte dagegen gewesen sein, dass du dich auf einen Mann oder eine Frau einlässt, der oder die vielleicht bereits Kinder hat aus einer anderen Beziehung. Oh, was willst du mit einer Frau, mit einem Mann, der oder die schon Kinder hat? Oder auch andersherum. Du hast vielleicht schon Kinder und jemand anderes könnte dann gesagt haben, was willst du denn? Ne? So, dass er, ne, die Person, für die du schaust, also sprich, der Mann, den du liebst, die Frau, die du liebst,
könnte manipuliert worden sein, so dass die Leute zu ihm, zu ihr gesagt haben, was wollen die denn mit dir? Du hast doch schon Kinder und bist schon älter oder irgendwas ist da, ja? Oder jemand benutzt hier die Kinder, um eure Partnerschaft zu manipulieren. Auch das ist die Möglichkeit, aber das alles, das wird sich verändern. Wenn du darauf hoffst, dass dein Partner, deine Partnerin endlich mehr Cojones bekommt, mehr Eier in der Hose hat, das wird passieren. Hier wird sich jemand durchsetzen, Ritter der Stäbe. Und wenn du dich endlich wieder durchsetzen musst, wirst du das tun. Du wirst endlich wieder du selbst. Das warst du nicht. Du wirst dich durchsetzen. 100 pro Schatz. Und zweite Schau. Siehst du, was habe ich gesagt? Rest and rejuvenate. Pausiere und verjünge dich. Du bist gerade in einer Metamorphose. Wirklich. Du bist wie eine Raupe, die zum Schmetterling wird. Und in dem Augenblick, im Frühjahr, ab Frühjahr, ist diese Metamorphose durch und du fängst an zu fliegen. Du schlüpfst und fängst an zu fliegen und wirst wieder diese freie Person sein, die du von deinem Naturell her auch bist. Ja, wie ein Schmetterling. Du findest jetzt wieder zu dir selbst. Du bist inmitten drin. Wirklich inmitten. Wir haben hier Nun and Monk, ja, die steht für Meditation. Einige von euch könnten sogar meditieren. Für einige von euch ist das der Rat, mit dem Meditieren auch anzufangen. Guck mal, da gibt es, also auf YouTube findest du ganz viele Videos, wie man richtig meditiert. Aber es gibt mittlerweile auch auf Streaming-Diensten, also Streaming-Plattformen, gibt es mittlerweile tolle Dokumentationen übers Meditieren. Das solltest du dir anschauen, bitte. Ja, das gilt jetzt für alle, wo es wirklich darum geht, zu meditieren. Aber das steht auch für Selbstreflexion. Erst die Selbstreflexion. Hier der Mond steht für Selbstreflexion. Wenn man selbst reflektiert, wenn man reflektiert über das, was war, was ist und was sein kann, wer eine Rolle im eigenen Leben spielt, wer eine negative Rolle, deshalb sollst du auch aufräumen. Erst wenn man alles das reflektiert und erkannt hat, kann man es eliminieren, aufräumen, rest and rejuvenate und sich verjüngen. Wirklich verjüngen. Ihr werdet euch richtig verjüngen. Also ich habe Fertility, also meines Erachtens und damit Solar Plexus. Also ihr werdet euch sehr, sehr stark transformieren. Bei wem hatte ich das denn? Bei irgendeinem Sternzeichen hatte ich das auch, dass die ein Glow-Up haben. Ihr habt einen ganz starken Glow-Up. Wow. Ihr werdet richtig toll aussehen. Richtig toll. Ich weiß nicht, was ihr macht, Schatz. Aber glaub mir, über 90% hat damit zu tun, was in deinem Inneren passiert. Nicht nur im Äußeren, nicht nur ein bisschen Haare färben oder 5 Kilo abnehmen oder 3 Gramm im Ohrläppchen, das meine ich nicht, sondern die Transformation, die im Inneren stattfindet, wird dafür sorgen, dass ihr im Außen richtig, wow, toll aussieht, wirklich, richtig toll. Oh Gott, guck, the shadow side, oh mein Schatz. Guck mal, das passt. Und dann habe ich hier Triumph and Success. Ich hab's gerade gesagt. Diese Karte ist gefallen, damit die, die jetzt, die es immer noch nicht glauben wollten, jetzt nochmal die Bestätigung bekommen. Dawson Sediva hat recht gesagt. Sie hat die Wahrheit gesprochen. Das ist das Ass der Schwerter, steht für Wahrheit. Okay? Und hier, the shadow side. Entschuldigung, mein Schatz. Du wirst hier meditieren, guck. Rest and rejuvenate, meditieren, reflektieren. Du reflektierst dich und löst dich von deinen Schattenseiten. Schattenarbeit. Du arbeitest an dir, in dir, an deinem Selbstbewusstsein und das macht dich sexy, triumph and very successful. Das macht dich unglaublich erfolgreich. Sehr erfolgreich. Das Ass der Schwerter steht auch für Kommunikation. Ich habe hier in dem Augenblick, wo sich jemand transformiert, also wenn du jetzt auf Nachricht wartest, die habe ich hier. Das kann zwischen jetzt
Kann schon morgen passieren, kann aber auch erst im März, April passieren. Dass hier, wenn diese Transformation abgeschlossen ist, wird dieser Mann, diese Frau auf dich endlich zukommen. Ritter der Stäbe. Ja? Und Ritter der Stäbe, Schütze, ist ja jetzt. Also das für einige von euch kann das jetzt sein. Vielleicht wartest du darauf, dass sich jetzt endlich jemand meldet und dann schickt man dir, weiß ich nicht, jetzt zu Weihnachten oder Neujahrsgrüße. Und damit ist dann der Beginn. Fertility. Ja, etwas wird geboren. Etwas wird befruchtet und kann wachsen und wird dann geboren. Sprich, die Liebe, der Kontakt, der fruchtet wieder. Okay? Oder er blüht wieder. Das Gleiche kann auch genau andersherum sein. Wenn jemand anderes auf dich wartet und du weißt es und bisher hast du rumgedruckst, dich nicht getraut, weil du zwischen zwei Stühlen warst, oder wenn es niemanden gibt, dann hast du dich nicht getraut, weil du, sag ja, alle fake, everything is fake, she is fake, he is fake, er ist fake, sie ist fake, weil du einfach nicht glauben konntest, dass man, so wie du bist, dich toll findet. So wie du bist. I love you just the way you are. Von Barry White, ja? I love you just the way you are. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau die Melodie. Don't go chasing. Wunderschöner Song. Oh, muss ich mir wieder anhören. So sexy auch, ja? Und Bridget Jones. Guck dir Bridget Jones ein, Teil 1. Teil 1, Bridget Jones, die ist chaotisch und alles geht schief. Und dann verliebt sie sich und findet sich zu dick und das ist so. Aber dann auf einmal geht's aufwärts, okay? Und guck dir diese, ganz besonders achte auf diese Stelle, wo dieser Anwalt zu ihr sagt: Ich mag sie genauso, wie sie sind. Und sie kann es einfach nicht glauben. Der mag mich genauso, wie ich bin. Und genau das ist es. Also, wenn es bei dir jemanden gibt und du hast dich bisher nicht gemeldet, nicht getraut, weil du gerade in einem tiefen Loch steckst, durch viel Manipulation von außen, aber auch durch eigene Schwarzmalerei, alles und jeder ist schlecht und fake, in dem Augenblick, wo du dich transformierst, wo du erkennst, dass du toll bist, so wie du bist. Egal, dick, dick, groß, grün, klein, dünn, arm, reich, alt, jung, ist egal. In dem Augenblick, wo du das erkennst, wirst du mutig, denn das steht für Mut. Der Ritter, der Stäbe, der ist so, wow, der ist sexy, ich will Bewegung. Der Ritter, der Stäbe sagt, ich will Bewegung, ich will Action und ich hol's mir. Und vielleicht hast du eine Zeit lang warst du mutig und dann hat dich dein Mut verlassen. Oder die Person war mutig und dann hat sie oder ihn der Mut verlassen. Auf jeden Fall sehe ich hier Kommunikation zwischen einige jetzt schon, die nächsten Tage könnte sich jemand melden, spätestens bis Ende des Jahres oder 1. Januar, so frohes neues Jahr, so ungefähr. Oder spätestens hier Frühling, ab März, April. Okay. Oh, das ist so ein sexy Song. Don't go chasing. Barry White. Ah, oh, I love Barry White. Love you just the way you are. So ein schöner Song. Schon ewig nicht mehr gehört. Loslassen, ja, Schatz. Jetzt wiederhole ich mich. Loslassen. Guck mal, hier haben wir auch. Hier sind die Tränen. Guck. Die Tränen. Ist aber in Ordnung, mein Engelchen. Ist in Ordnung, mein Schatz. Du kannst ruhig den Schmerz. Kannst ruhig raus. Ne? Heißt ja, Tränen reinigen die Seele. Lass ruhig den ganzen Schmerz raus. Hast jetzt lang genug gekämpft, lang genug gemacht. Aber du bist jetzt am Loslassen. Du lässt das jetzt alles los. Alles, was deine Gedanken gefesselt hat. Alles, was dich dazu gebracht hat, nicht mehr du selbst zu sein. Ich sag ja, entweder weil andere dir ihre Überzeugungen aufgedrückt haben,
weil du das Gefühl hattest, du musstest dich anpassen, falls vielleicht jemandem schlecht geht, du wolltest diese Person nicht aufregen. Okay? Oder ich sage auch, weil du vielleicht von dir selber keine gute Meinung hattest oder hast. Das wird sich ändern. Und in Beziehungen, auch hier, wenn es dich daran gehindert hat, eine Partnerschaft einzugehen, dann wirst du das loslassen. Wenn du in einer unglücklichen Partnerschaft bist, wirst du das loslassen. Also du bist in einem Loslassprozess, Schatz, ja? Das ist auch gut so. Gott sei Dank. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Du. Guck mal, auf der Rückseite haben wir hier Fruchtbarkeit. Hier, Fertility. Teilen, Fruchtbarkeit. Oh, Schatz. Eine fruchtbare, hoch, hoch, hoch. Fruchtbare Zeit wartet auf dich. Ich habe noch das Bedürfnis, so eine Karte zu ziehen für dich. Lass mich mal gucken hier. Don't go chasing. Meine Nase ist gerade zugegangen. Wenn das nicht zu dir passt, dann fresse ich einen Besen. Na, das ist doch hier 9. Haus Schütze, spiritueller Lehrer, Lehrerin. Du heilst mit den Kursen. Was habe ich noch gesagt? Du hast mit den Kursen, Sessions und Seminaren, die du anbietest. Oh mein Schatz, oh mein Schatz. Du musst unbedingt Webinare, Seminare, Schulungen halten. Unbedingt, ist egal was. Ist egal was. Such dir alle möglichen Kanäle und Plattformen. Ob du schreibst, ob du vor Menschen stehst und dein Wissen weitergibst, ist egal. Es kann alles sein. Alles. Für dich ist es jetzt wichtig, dass du dein Wissen weitergibst. Du bist jetzt an einen Punkt gekommen, wo du dein Wissen, wo immer du Wissen besitzt, können auch mehrere Dinge sein, wo du Ahnung hast, weitergibst. Gib dein Wissen weiter. Zeig anderen, wie etwas geht. Erkläre anderen, wie etwas funktioniert. Öffne den Geist anderer Menschen. Und wenn du das bisher nicht konntest, oder nicht mehr konntest, dann lag es eben daran, dass du dich hast manipulieren und kasteien lassen, oder du selbst hast eine immer mehr schlechtere Meinung von dir bekommen. Und zwar so sehr, dass du dich selber ja gefesselt hast. Dein Kopf, dein Geist war gefesselt. Aber du wirst sie sprengen. Du bist der geborene Guru. Du bist der geborene Guru. Können wir es drehen und wenden, wie wir wollen, mein Schatz, ja? Du bist der geborene Lehrer, die geborene Lehrerin. Das ist deine Berufung, Schatz. Emotionale Heilung. Heile dein Herz von alten emotionalen Schmerz und du wirst neue Segnungen und Liebe empfangen. Also, alles wiederholt sich hier an Botschaften, die wir bekommen haben. Und das liegt daran, weil du bist in einem Stadium, wo du nicht mehr dran glaubst. Vielleicht glaubst du noch nicht mehr hier an Tarot und Astrologie, als du deinen Glauben verloren hast, den Sinn. Denk an den Sinn. Guck mal. Healing, emotionale Heilung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Kartendecks, ja? Und vorhin habe ich hier noch gesagt, Heilung. Hier findet Heilung statt. Mond. Viertes Haus Krebs ist Mond. Hier haben wir den Mondzyklen. Hier haben wir den Mond. Mond steht für die Seele. Die Seele. Okay? Und irgendwelche Themen, Mutterthemen, Familienthemen werden bei dir geheilt. Ganz, ganz doll. Guck mal hier. Hier ist der Solarplexus. Guck, wo wollte ich noch erklären? Zwischen deinen Brüsten. Hier ist der Solarplexus. Guck, das wird geheilt hier. Dein Solarplexus ist gerade am Heilen. Und Solarplexus ist Selbstbewusstsein. Solarplexus ist, ich erkenne mich und ich nehme mich an, wie ich bin. I love you just the way you are. I love you just the way you are. Ich liebe dich genauso, wie du bist, mein Schatz. Ja? Das ist hier die Botschaft an dich. Oh, mein Schatz. Ach, ist das toll. Das ist schön, wenn die Karten sich dann hier bestätigen, ja? Damit auch die Letzten, die immer noch nicht dran glauben wollen, nochmal eine Bestätigung erhalten. Guck mal hier auf der Rückseite. Schluss mit Klagen. Was habe ich hier gesagt? Guck hier, Selbstmitleid. Für alle, die es nicht glauben wollten. Hier diese.
Schluss mit Klagen. Du bist toll, du kannst was, du bist wer. Geh raus und zeig's der Welt. Es wird Zeit, dass du wieder Pippi Lotta wirst, ja? Du bist hier Pippi Lotta, Schatz. Oh, Schwangerschaft ist rausgefallen, guck mal. Oh, ich hab's soeben noch gesagt, Fertility. Wo war's denn? Wo ist sie denn? Hallo, put, 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 put. Wo bist du denn? Fertility, Schwangerschaft. Entweder geht ihr mit Ideen, Projekten schwanger, die ihr angehen werdet und die dann hier Triumph und Success, das können hier Projekte und Ideen sein, mit denen ihr schwanger geht oder gehen werdet. Und für einige von euch habe ich hier Schwangerschaft. Die Geburt eines Kindes bringt dir und der Welt einen großen Segen. Aber vielleicht wirst du auch Großmutter oder du wirst Großvater oder du wirst Tante oder Onkel. Auch das ist möglich, okay? Unfassbar, aber das will ich euch auch noch vorlesen. Schluss mit Klagen. Klagen sind Affirmationen der Opferrolle, was niemals wahrhaft spirituell ist. Hole dir deine gottgegebene Macht zurück, indem du affirmierst, dass du eine Fülle von Wahlmöglichkeiten und Freiheit hast. Guck mal, wie sich das wiederholt. Mit deinem neu gefundenen Vertrauen, Solar Plexus, mit deinem neu gefundenen Vertrauen und größerer Selbstbehauptung, Ritter der Stäbe, erfreue dich daran zu sehen, wie diese positiven Affirmationen in der Realität erblühen. Wer es nicht glaubt, kann es selbst nochmal lesen. Ist nicht erfunden. Steht hier drin. Guck. Ups. Diese Karte bestätigt nochmal alles, was hier rauskam. Alles. Erblühen. Flower Power. Erblühen. Schwanger werden. Fertility. Mein Gott. Also, mehr Bestätigung geht nicht, liebe Schützen. Ich hoffe und bete, dass euch dieses Orakel weiterhelfen wird. Und dass euch die Augen damit geöffnet worden sind. Oder ihr vielleicht alles das schon wisst und jetzt nur noch bestätigt werdet. Und vielleicht braucht ihr genau das. Die Bestätigung, dass es gut wird. Die Bestätigung, dass ihr jetzt endlich auf dem richtigen Weg seid. Also öffnet euch den Dingen, die ihr vielleicht schon vorhabt oder vorhaben werdet. Ob es die Liebe ist, die wird erblühen und wieder fruchten. Ob es Projekte und Ideen sind, aber ganz besonders ihr selbst. Ihr selbst seid dabei zu erblühen, Altes, wirklich Altes loszulassen, den Schmerz loszulassen, aus den Klagen herauszukommen, aus der Opferrolle, fünfter Kelche, ne? Crying with spilled milk, aus der Opferrolle rauszukommen, euch regelrecht zu befreien, wieder sexy und frei und toll zu fühlen und mutig. Und ihr seid die geborenen Gurus. Folgt eurer Berufung. Was immer du kannst, was immer du weißt, zeige es der Welt, wie es geht, was es damit auf sich hat. Bringe der Welt dein Wissen weiter. Und damit wirst du auch ganz viele, elftes Haus, ganz viele Menschen zum Aufblühen bringen, zum Erblühen bringen. Du wirst ihre Geister öffnen, das Herz öffnen. Du wirst ihr Solarplexus stärken. Du bist der verwundete Heiler und du wirst dadurch andere heilen können. Aber erst einmal musst du selbst wieder heilen. Und das genau wird demnächst passieren. Und dann wirst du endlich all die Dinge angehen, die du sonst so auch angehst, aber nicht getan hast, weil du dich verloren hast im Kopf. Du hast dich verloren. Das wird sich jetzt verändern, mein Schatz. Und wenn du für jemanden schaust, dann gilt es natürlich für diese Person. Oder wenn es in der Liebe ist und du hast dich etwas nicht getraut zu tun, weil du, sage ich ja, manipuliert wurdest oder selbst zu viel Schwarzmalerei betrieben hast. Auch das ist in Veränderung und du wirst dich wagen. Ich sage ja, entweder wird endlich jemand sich bei dir melden, Ass der Schwerter, oder du wirst den Mut haben, dich bei jemand anderem zu melden, der oder die vielleicht schon lange darauf wartet. Okay? Wunderbar, mein Schatz. Ich danke euch fürs Liken, fürs Weiterschauen.
Ich danke euch fürs Liken, fürs Weiterleiten, fürs Zuschauen, fürs Abonnieren. Ich danke euch für eure Liebe, eure Freundschaft. Und wenn du Steinbock in der Chart hast oder jemanden kennst, der Steinbock hat, als nächstes kommt dann der Steinbock dran, Geburtstags-, also Natalis Oraculi, Geburtstagsorakel für den Steinbock. Und dann kannst du natürlich da auch nochmal reinschauen, mein Schatz, okay? Für dich oder für jemand anderes. Und ansonsten sehen wir uns jetzt in den nächsten Orakeln. Es kommen ganz viele Orakel, weil jetzt natürlich auch Feiertage sind. Viele haben Zeit und ja, wollen sich vielleicht auch berieseln lassen oder wollen weitere Informationen für ihr Leben. Und da kannst du vielleicht auch nochmal reinschauen, okay? Wunderbar, mein Engel. Also, I love you. Das Universum liebt dich. Und Gott liebt dich über alles. Ob du an Gott glaubst oder nicht, Gott liebt dich und braucht dich, mein Schatz. Mazel Tov. Inshallah, so Gott will. Bis zum nächsten Mal. Deine Sensitiva.